Aber gut, hi, willkommen. Heute werden wir PSP-Spiele spielen, 20 Stück für jeweils 10 Minuten. Ich habe mir dafür letztens ein PlayStation TV gekauft. Was? Lass mich das erläutern kurz. Das ist quasi eine PS Vita als kleine Konsole, was ziemlich cool ist. Teile wurden aber inzwischen auch etwas knapp, weil seit es Homebrew gibt, kann man die hacken und man kann mit denen tatsächlich was anfangen. Sie waren für eine Zeit lang, bekam man die hinterhergeworfen, als man darauf irgendwie nur 5 PS Vita-Spiele spielen konnte, weil essentiell ist es eine kleine Vita. Es ist eine kleine Vita, einfach nur ohne Bildschirm, und das ist ganz cool. Auf jeden Fall kann man per Vita Shell, es gibt Tutorials dazu, es war super kompliziert und super nervig, das ganz hinzubekommen. Kann man es natürlich hacken, und in meinem Fall habe ich dafür gesorgt, dass ich PSP-Spiele drauf spielen kann. Welche relativ, sie sind glaube ich zum Teil noch emuliert, aber es ist schon ziemlich akkurate Emulation, und das ist ziemlich cool. Und dementsprechend werfen wir einen Blick auf 20 Spiele. Und der einzige Nachteil daran ist übrigens, dass man eine originale PS Vita Speicherkarte braucht, welche relativ nervig zu bekommen sind. Bei meiner war zuerst eine 8 GB Karte dabei. Das ist aber viel zu wenig, um Spiele drauf zu packen. Ich habe mir also eine 64 GB Vita Speicherkarte gekauft. Und ich weiß, es gibt diese Adapter da draußen zu finden, die passen nicht bei PlayStation TV. Und 64 GB Speicherkarte, es passen viele Spiele drauf, aber die sind gleichzeitig auch teuer. Das heißt, das ist ziemlich cool. Ich würde wahrscheinlich, falls ihr daran interessiert seid, eine 32 GB Karte schauen, Ausflug zu machen auf eBay oder so. Ich glaube, die werden nämlich auch nicht mehr neu verkauft. Aber ja, so viel dazu. Womit wollen wir anfangen? Fangen wir direkt mit meinem liebsten PSP-Spiel an. Wie wär's damit? Fangen wir mit meinem Lieblings-PSP-Spiel an. Und zwar ist es Ratchet & Clank Size Matters. Denn natürlich ist jeder Ratchet & Clank-Teil ein dummer Wortwitz. Und so auch dieses Mal. Ich habe kein Assassin's Creed 1. Das kann ich versprechen. So, wir machen ein neues Spiel. Hier, ja, ja, ja. Okay, speichern erfolgreich. Dann schauen wir uns das Ganze an. Oh, eine Sache, die auch super angenehm ist, wenn man PSP-Spiel oder PS Vita spielt. Man spielt sie mit dem PS4-Controller. PS3-Controller müsste vielleicht auch gehen, aber oh mein Gott, das ist so viel angenehmer. Ich mag an sich einige PSP-Spiele, aber ich finde es ein bisschen nervig, sie auf der PSP tatsächlich zu spielen. So, ich werde jetzt mein Bestes geben, Zeug ein bisschen zu skippen, damit wir das Spiel einfach spielen können. Ratchet & Clank ist ein Spiel, in dem man Ratchet & Clank spielt und man besiegt Gegner. Ich habe es mal komplett im Stream durchgespielt. Das heißt, davon gibt es eine Aufzeichnung, wenn ihr daran interessiert seid. Damals hatte ich noch meine reguläre PSP an der Capture Card angeschlossen, was sehr nervig war. Aber ich muss sagen, bei diesem Spiel, ich meine, klingt vielleicht nach einem Klischee oder so, aber man merkt kaum, dass es ein Portable-Teil ist davon. Ich meine, der Umfang ist vom Umfang ist natürlich geringer. Man hat es in 4-5 Stunden durch, wenn man nicht weiß, was man tut. Aber ich denke, es ist ein super cooles Spiel. Die L-Taste und die R-Taste, um okay. In die Hocke zu gehen. Auch wenn der eine Boss fürchterlich ist auf der Farm, aber über den will ich gar nicht erst nachdenken. Ich würde es aber sehr empfehlen, falls ihr daran interessiert seid. Wie gesagt, ich denke, es ist mein liebstes PSP-Spiel und die Soundeffekte sind super laut. Okay, drehen wir das Teil. Auf der rechten Seite, wo die PSP in deiner Handfläche liegt, ist ein Schiebeschalter, der die PSP den Standby versetzt. Glaubst du nicht, wie oft man den betätigt? Das ist gut platziert, will ich damit sagen. Ist der an der rechten Seite? Oh ja, ja, doch. Ich denke, es kommt noch darauf an, welches Modell man von der PSP hat. Ich meine, es gibt zum Beispiel die PSP Go, bei welcher man nur Spiele digital kaufen kann. Was immer super cool ist. Und bei der sollte das nicht das Problem sein, denke ich. Richt en schiet op het doelwit om de poort te openen. Was? Okay, folgende Sache. Ich habe die US-Version von dem Spiel runtergeladen. Weil sie gerade keine PAL-Version da hatten. Und ich habe das Gefühl, die Sprachausgabe ist jetzt niederländisch aus irgendwelchen Gründen, weil es sind wohl nicht alle auf der, ich meine, ist es niederländisch? Ich weiß gar nicht. Ich habe keine Ahnung, ich konnte zu wenig hören. Ich vermute, auf in der ISO waren noch ein paar Überreste von der PAL-Version, von der Sprachausgabe davon. Und in dem Fall, wir haben den deutschen Text, aber keine Ahnung, was das für eine Sprache ist. Das ist ein interessantes Ergebnis. Ich hatte keine Ahnung, dass das eine Sache ist, die passieren kann. Und schon haben wir was gelernt über die PSP. Ist es nicht bezaubernd? Um schnell eine andere Waffe auszuprobieren.
auszuwählen. Wähle doch einfach mal mit dem Analogpad den Säurebombenwerfer aus. Den Säurebombenwerfer? Jetzt hat sie aber wieder Deutsch gesprochen. Fress die Säurebombe, meine Freunde. Von dem Säurebombenwerfer war ich nie der größte Fan, aber... Sache ist, ich habe mir sagen lassen, in dem Spiel kann ungefähr jede Waffe ziemlich gut werden. Die meisten. Das heißt, man kann mit verschiedenen Builds das Spiel an sich durchspielen, je nachdem, was man am meisten will. Ich persönlich bin immer langweilig und setze auf den Zermalmer. Denn der Zermalmer erledigt seinen Zweck und man kann ihn schnell hochleveln. Und er wird ziemlich cool, wenn man ihn hochlevelt. Es wird zu einer doppelten MG quasi. Und damit kann man eine Menge anfangen. Das sehe mich übrigens daran, dass ich immer mal mich mehr in die Ratchet & Clank-Reihe einspielen wollte. Ich habe Teil 1 durchgespielt. Ich habe das Remake auf der PS4 durchgespielt. Ich habe den neuen Teil nicht gespielt, weil ich keine PS5 habe. Und ich habe Teil 2 nicht ganz durchgespielt, weil es ging irgendwie super lang. Das war echt dann nervig. Oh, ich habe die... Warte, ich muss die Steuerung umstellen. Moment, Moment, Moment. Ich wusste doch, dass irgendwas nicht stimmt. Pass mal auf. Wenn man das Spiel spielt... Wie stelle ich das ein? Kameramodus passiv, Seitwärtsbewegungen, Analogpad. Ja, das ist das, was man einstellen will. Denn dann... kann man ein bisschen... jetzt kann man das Spiel vernünftig spielen, indem man ein bisschen zur Seite geht. Teil 2 war anstrengend. Ja, ich fand es auch ziemlich nervig. Ich mochte auch die Minispiele von Teil 2 nicht. Was sollte das mit diesem komischen Riesenroboter? Auf jeden Fall habe ich das nicht durchgespielt. Ich wollte immer Teil 3 dann noch spielen, aber... Ich werde Teil 3 auch irgendwann mal noch spielen. Aber ja, an sich wollte ich mich ein bisschen mehr in die Reihe einfinden, aber das habe ich irgendwie nie so ganz gemacht. Ah, ich habe alle Zeit der Welt. Ich habe glücklicherweise die Trilogy auf der PS3. Welche übrigens super cool ist, aber... Ich habe letztens gesehen, dass sie auch super teuer wurde. Wie jedes Spiel, das irgendwie Spaß macht. Ab irgendeinem Punkt müssen wir aufhören, darüber zu reden, weil es einfach nur... Oh ja, das Spiel wurde... Das ist ziemlich cool, aber es ist eher unbezahlbar, also... Wofür überhaupt noch darüber reden? Weil ich mir immer noch die Jak & Daxter Trilogy irgendwann holen will. Denn wenn ich Jak & Daxter spiele, dann will ich dann schon eine Remaster auf der PS3 haben. So, kannst du mir da aufhören, Bilder von mir zu machen? Bin mir sicher, das wird der Plot technisch später nicht relevant, warum du das machst. Das ist ein kleiner Hinweis. Dann will ich sagen, es wird später plottechnisch relevant, warum sie Bilder von mir macht. Aber das wisst ihr nicht von mir. Können sie das Spiel nicht absetzen? Ich meine doch, aber... Ich habe nicht vor, ein Video zur Jak-Trilogy zu machen. Der Anzug, der aussieht, als wäre er von Gordon Freeman. Die Lauffeuer-Basisrüstung. Sly Cooper Trilogy bereits durchgespielt? Nein, aber die habe ich auch da. Wir skippen die Cutscene mal wieder. Denn wir sind hier, um das Spiel zu spielen. Was wollen wir eigentlich als nächstes spielen? Wieder ein gutes Spiel oder irgendwas Schlechtes? Ich habe ein paar bizarre Spiele, die ich gefunden habe, mir geholt. Und natürlich auch ein paar gute Spiele, aber... Die Frage ist natürlich, was will man von beiden machen? Was Bizarres oder was Gutes? Ich denke, ich werde einfach schauen. Ich glaube, ich habe sogar ein SpongeBob-Spiel. Wir haben sie einfach alle. Bizarr. Ja, es gab ein Spiel, das war seltsam, aber wir werden sehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Außerdem von Ridaztor, Firma und Resub und der Busfahrer, frischer Sub. Vielen lieben Dank. Ich habe nicht viele Trash-Spiele draufgepackt, muss man fairerweise sagen. PSP-Bibliothek schien gut genug zu sein, damit wir auch so 20 Spiele mit der guten Zeug voll bekommen. Größtenteils. Nicht ausschließen, logischerweise. Ich meine, es wäre ja auch, langweilig. Wo ist die Säurebombe? Ich wollte gerade sagen, sind die immun gegen die Säurebombe, aber nein, sind sie nicht. Ich bin übrigens immer noch erstaunt, wie gut einfach Ratchet & Clank Size Matters funktioniert. Es ist einfach, wann kam das raus? 2007 oder so. Es funktioniert, es ist einfach so, als wäre es ein PS2-Spiel. Es kam sogar später für die PS2 raus. Ich habe damals verzweifelt nach Spielen fürs Gerät gesucht. Ich konnte hier nicht mal fast 20 Spiele nennen. Ich meine, das Leben ist generell einfach, wenn du auf einer ROM-Seite einfach danach schaust. Und es gibt 5 Millionen Metal Gear Solid-Teile auf der PSP.
Die hatte ich auch alle, die hatte ich auch verkauft. Es gab sogar einen Teil, da ist eine 3D-Brille dabei, aber... Ich dachte mir, ich habe Metal Gear Solid... Ich will mir die Reihe an sich anschauen, aber will ich die dummen PSP-Teile wirklich... wann will ich die jemals anschauen? Die Antwort ist gar nicht. Deswegen mussten sie weg. Und wie ich gelernt habe, geht es vielen Leuten so, denn die sind nicht sonderlich gefragt. Aber man zahlt 48 Euro für die Trilogy von Ratchet & Clank. Das ist in Ordnung. Oder meinst du Jack? Weil die anderen wurden es günstiger. So, was machen wir hier am besten? Hier sind eine Menge Gegner. Nimm mal die Säure. Ich weiß nicht ganz, wie sie Schaden durch die Säure nehmen, aber... Kannst du versuchen, bei einem Gadgetron-Verkaufsautomaten welche zu kaufen? Ja, ja, ich werde kaufen. Warum redest du jetzt eigentlich wieder Deutsch? Was war das vorhin? Was war das vorhin für ein komischer Aussetzer? Außerdem von der Danny, frischer Sub, wie vielen Dank, der Serino, 10 Monate und der Bleischer, 39 Monate Resub, wie vielen Dank. Was anderes als Peace Walker. Es gibt 3 oder 4 Metal Gear Solid Teile auf der PSP. Und ich habe absolut, ich habe absolut keine Ahnung, was die alle sind. Ich bin noch nicht allzu interessiert daran. So. Ah, wir kaufen ein bisschen Munition. Die Rüttelflinte. Die kann ich mir aber leider nicht kaufen. Die ist noch ein bisschen zu teuer. Ich sag's euch, wenn ich die Flinte hätte, dann würde ich erstmal richtig losrütteln. Und ich glaube, wir werden nicht mehr in Ratchet & Clank Size Matters sehen. Aber wenn ihr PSP habt, spielt Ratchet & Clank Size Matters. Unglaublich spaßiges Spiel. Drei oder vier fällt es nur Peace Walker. Keins war nicht gut. Keine Ahnung. Ich meine, ihr könnt danach googeln. Ich kenne die Spiele sowieso nicht, aber es gibt... Ich glaube, es gibt Peace Walker 2 und 3 und sowas noch. Keine Ahnung. Nächstes Spiel! Das war ein solider Anfang soweit. Was wollen wir als nächstes machen? Ich habe keine Ahnung, was das Zeug überhaupt alles ist. Machen wir... Oh, ich habe Size Matters zweimal, wie ich gerade sehe. Das ist ungünstig. Oh Gott, oh nein. Machen wir Cover Girl. Das war das seltsame Spiel. Oh, ich habe gerade wieder gesehen, es sind ein paar grausame Spiele dabei. Ubisoft. Danke, Ubisoft, dass du uns ein weiteres Neko Entertainment. Miau. Danke für ein weiteres hammermäßiges Spiel. Es ist Cover Girl. Dort müssen wir einen Covergirl covern. Ich habe keine Ahnung. Okay, fangen wir an. Datusprüfung, korrekt. Das könnte der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein. Ja, genau, das ist unsere Absicht. Du bist auf dem besten Wege, eine wahrlich fabelhafte Frau zu werden. Also herzlich willkommen bei Covergirl. Ich bin auf dem besten Weg, eine fabelhafte Frau zu werden. Und deswegen, willkommen bei Covergirl. Gib deinen Namen ein. Ich als Covergirl heiße, Mogi, selbstverständlich. Schickes Ei, ja, am 1.1. Lieblings, welche Musik magst du? R&B? Lounge-Musik? Charts. Salsa. Ich denke, wir müssen uns für Salsa entscheiden. Such deinen Charakter aus, den du am meisten magst. Sie wird dir durch ganz Covergirl mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich mag die alle nicht sonderlich, aber die sitzt sehr angenehm. Deswegen machen wir das. Okay. Ja, ich fühle mich sehr, ich fühle mich sehr repräsentiert, muss ich sagen. Deine Angabe ist komplett. Willkommen bei Covergirl. Was ist dieses Spiel überhaupt? Oh Gott. Hey, willkommen bei Covergirl. Ja. Covergirl stellt sich auf dich ein und merkt sich deine Vorlieben. Du entscheidest, mit welchem Titel Stories du deine Covergirl-Magazine ausstattest. Drücke X, beantworte die folgenden Fragen, um den Inhalt deines Magazins zu bestimmen. Jetzt rieren wir unser Mag. Was kritzelt gerade deine Fantasie? Umwerfend schön
Ballast loswerden. Ich muss ehrlich sein, wenn ich dieses Spiel sehe, dann muss ich Ballast loswerden. Was lockt dich mehr? Du Sudoku? Buchstaben. Buchstaben. Welches Thema reizt dich in diesem Moment? Essensauswahl, das Kind in dir. Ich spiele Videospiele. Sollst du mal nicht weiterkommen, drücke einfach Starttaste, um das Spiel zu pausieren. Der Pausenbildschirm zeigt dir alle Steuerelemente von Covergirl. Okay. Feature, der Ruf der Wildnis. Camping, was Camping gaben, teuer pur. Die 3S, enthülle ihn. Trenne mit Stil, berühmte letzte Worte. Feature. Als ich in einem Magazin befindet, kannst du jederzeit im Inhaltsverzeichnis nachsehen. Enthülle ihn. Feature Männer. Trennen mit Stil. Berühmte letzte Worte. Feature ich. Der Ruf der Wildnis. Cam. Campingabenteuer. Pur. Mannlation. Entschlüssele deinen Mann. Astrohoroskop. Die 3S-Spielerei. Das Sexometer. Du möchtest wissen, wie abenteuerlustig du bist. Benutze X und beantworte die folgenden Fragen, um zu erfahren, wie wild du wirklich bist. Oder auch nicht. So, ihr seid bereit für Sexometer. Hast du beim Sex schon mal an jemand anderen als einen Freund gedacht diese Woche? Ich kann mit Fug und Recht behaupten, ich habe beim Sex noch nie an meinen Freund gedacht. Es geht nichts über ein braves Mädchen mit bösen Gedanken. Nein. Böse Mädchen mit braven Gedanken, das ist mein Stoff. Vor allem diese Woche. Ich war schwer beschäftigt, müsst ihr wissen. Du würdest niemals mit einem jüngeren Mann ausgehen. Richtig. An diese Woche schon den Domina mit dir mit deinem Freund gespielt. Nein. Hast du deinem Freund in den letzten 7 Tagen Vorschläge gemacht, um ein Liebesspiel auszureizen? Nein. Stehst du heimlich darauf, beim Sex den Ton anzugeben? Nein. Eine keusche Braut. Im Bett bist du eher scheu und verzagt. Nicht, dass du nicht zahlreiche heiße Fantasien in deinem hübschen Köpfchen hättest, aber rausgelassen hast du sie noch nie. Warte auf den richtigen Mann und wage es endlich, all diese Sehnsüchte auszuprobieren. Viel Spaß. Dankeschön. Zurück zu meinem Mac, bitte. Was haben wir sonst noch alles? Ich habe mit meinem Freund da wirklich noch nicht so viel erlebt, muss ich fairerweise sagen. Wie wahrlich fabelhaft bist du? Die nächste Ausgabe? Die nächste Ausgabe ist erhältlich. Nächste Ausgabe! Okay, was lockt dich mehr? Memory Sutra, verführe ihn. Was zum Fick soll das erste sein? Soll es eine Kamasutra-Situation sein? Welches Thema reizt dich in diesem Moment? Beauty, ich. Dann wiederum. Heute, nach dem Aufstehen, habe ich meine wunderschönen Haare gekürzt. Das heißt, ehrlich gesagt, fühle ich mich aktuell sehr nach Beauty. Ich habe auch meinen Bart etwas getrimmt. Sieht man das? Schau ich das an. Wahnsinn. Welches Thema reizt sich in diesem Moment? Heraustreten Girl... mich reizen Girl Gangs aktuell. Die richtige Note, wähle deinen Duft. So, willst du sagen, ich stinke? Feature Beauty, die richtige Note, wähle deinen Duft. Feature Männer, prollen, protzen und prahlen. Deine Party Crew, entschlüssel deinen Mann. Nein, ich will mehr über die Party Crew erfahren. Was macht, prollen und prahlen, macht ihm deine Clique Angst. Es kann nur eine Party Queen geben. Sexy, bla 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 bla. Es ist Samstagabend und in deiner Stadt eröffnet ein neuer angesagter Club. Du wirfst dich in ein paar sexy Tops, stopfst ein paar Scheine in deine Handtasche und machst dich auf den Weg, die neue Tanzfläche zu erobern. Es kann und wird nur eine Party Queen in dieser Stadt geben. Diese Nacht gehört euch. Unterwegs lockst du doch deinen Zwischen... Was? Unterwegs legst du noch einen Zwischenstopp bei einer Freundin ein, wo auch schon deine restlichen Mädels warten. Diese Nacht gehört euch und dieser Club sowieso. Es werden doch Outfits getauscht, am Make-up getunt und an den Löckchen gezupft. Heute Abend wird euch garantiert niemand übersehen. Niemand! Endlich erreicht ihr den Club
und feilte seinen Haufen gut aussehender und fröhlich lachender Mädels natürlich auch sofort auf. Wo ihr seid, ist die Party. Wer mit so einer partywütigen Gruppe unterwegs ist, hat jede Menge Spaß, kann sich aber auch eine Menge Ärger einhandeln. Oh oh. Ab wie vielen Personen ist eine Gruppe zu groß? Ist es mit deiner Mädels-Clique vielleicht sogar unmöglich, einen netten Typen kennenzulernen? Favorit. Das fühle ich. Das fühle ich sehr. Ja, es ist vermutlich, das Spiel wurde ausschließlich von Männern entwickelt. Nein. Das muss nicht mal unbedingt sein. Ich meine, hast du mal eine Bravo oder sowas gelesen? Fertig, dann kann's losgehen. Quiz. Seid genau voll mit so einer Scheiße. Dein neuer Freund erzählt dir, dass er ausgewöhnlich gut ausgestattet ist. Was machst du mit dieser delikaten Info? Ich suche im Internet nach Fotos von Männern mit ähnlichem Handicap. Wollen wir doch mal sehen, wie das aussieht. Ich kann gar nicht aufhören, es immer wieder zu erzählen, während ich meine Clique durch die Stadt ziehe. Ich rufe meine beste Freundin an und erzähle ihr diese News. Zusammen überlegen wir, ob es Fluch oder Segen ist. Ich denke, C ist sehr, sehr based, ehrlich gesagt. In der Stadtbibliothek jobbt der schönste Typ, den du seit langem gesehen hast. Wie kommst du ihm näher? Psst, ganz leise natürlich. Lautes Reden ist hier verboten. Eine gute Gelegenheit, um ihm flüsternd näher zu kommen. Ich rufe meinen besten Freund an. Der soll mir gefälligst einen guten Tipp geben. Wozu hat man männliche Freunde sonst? Richtig. Du bist mit deinem Freund in deinem Club verabredet. Wo findest du deine Freunde? Kenn ich das, wenn sie anruft und sagt, hey, hier ist so ein Typ, den finde ich so gut, was soll ich ihm denn sagen? Und du sagst so, oh, schön. Das ist ja schön, dass du, cool. Ich kenne mich natürlich aus. Du bist mit deinen Freunden in einem Club verabredet. Wo findest du deine Freunde? Nachdem ich eine halbe Ewigkeit gesucht habe, entdecke ich sie schließlich in der hintersten Ecke des Clubs. Deine zwei besten Freundinnen stehen in der Mitte des Clubs und checken die anderen Gäste ab. Überall. Meine Freunde haben den Club förmlich geentert. Es ist jetzt unser Club. Du organisierst an deinen Samstagabend. Wie viele Anrufe sind nötig bei der Party, bis die Partyplanung steht? Keiner. Niemand ruft mehr an. Dein Liebster möchte den Abend alleine ohne dich verbringen. Wie findest du das? Oh. Du lädst jeden ein, der in deinem Adressbuch steht und veranstaltest eine Spontanparty. Das hatte nun vom Alleinsein. Ich rufe meine beste Freundin an. Das ist perfekte Gelegenheit für einen Tratschabend bei einem guten Glas Wein. Kann ich verstehen. Manchmal möchte ich auch einfach nur für mich sein, aber ich liebe meinen Freund natürlich trotzdem. Das ist absoluter Schwachsinn. Das hat er vom Alleinsein. Okay. Wir müssen leider aufhören. So spaßig dieses Spiel auch war. Wir werden das, also ich glaube, es gibt kein Ergebnis. Ist echt tragisch. So. Das spielen wir später. Womit haben wir, was bist du? Spielen wir Wipeout. Ich will die 10 Minuten zurück, die wir jetzt, ich fand das ziemlich interessant. Ich habe das Gefühl, ihr stellt euch einfach nur an, ehrlich gesagt. Ich fand das lustig. Wir werden Outrun später noch spielen. Folgende Sache. Die Sache ist, oh Gott. Ich spiele die letzten Tage super viel Outrun 2. Und das Ganze geht so weit, dass ich mir inzwischen sogar schon den, Outrun 2006 ist ein sehr teures Spiel auf der Xbox. Aber ich habe es mir trotzdem gekauft, weil ich das Spiel sehr mag. Deswegen dachte ich mir, ja, ich werde die Gelegenheit wahrnehmen, um, noch ein bisschen mehr zu spielen. neu. Name. Ja, yeah, richtig. Confirm. Ja, ja. Ja, mach doch. Ja. Yeah. Speicher das Profil. Monster Hunter haben wir nicht dabei. Ich wollte schauen, dass wir ein paar Spiele haben, die eventuell... Jetzt für Monster Hunter werden wir nach der kurzen Zeit nicht wirklich viel machen können. Wir machen ein Tournament. Ich muss dazu übrigens anmerken, ich habe noch nie Outrun gespielt. Mit Outrun meine ich Wipeout. Ich habe noch nie Wipeout gespielt. Aber ich bin mir sicher, es wird gut laufen. Zu meinem Lieblingsspiel sagte niemand, was meinst du, Wipeout? Ich denke, Leute haben Wipeout als Lieblingsspiel. Sieht auch für ein PSP-Spiel wieder wirklich gut aus. Schaut euch das an. Ich meine, die Auflösung ist ein bisschen fürchterlich, zugegeben, aber... Meins. Au! Was soll das denn? Das Spiel ist aber nicht so schnell, wie ich dachte. Geschwindigkeitstechnisch ist das kein F-Zero, was wir hier vor uns haben.
Oh, mit Viereck kann ich nach vorn schießen. Kann ich irgendwie auch einen Turbo-Boost machen oder so? Oh, ich kann ein bisschen driften mit den Schultertasten. Hört auf, die ganze Zeit meins zu sagen. Was soll das denn? Das ist ein bisschen nervig. Shield active. Und jetzt bin ich nicht mehr aufzuhalten. Es ist echt sehr viel langsamer, als ich mir gewünscht hätte. Die Musik ist sehr 2010. Das sind gute 30 km/h, wie sie in der Stadt gehört. Nein, nein, du liegst falsch. Das sind 350 km/h. Wenn ihr denkt, das ist nicht so schnell, dann liegt ihr falsch. Aber ich denke, es ist ganz sinnvoll, dass ein Spiel auf der PSP nicht so dermaßen schnell ist. Ehrlich gesagt. Ich meine, man muss ja auch irgendwie was erkennen. Aus dem Weg. Position 1 von 8. Die letzte Runde. Au. Was war das? Irgendjemand hat mich mit irgendwas erwischt. Hey, da ist irgendeine riesige Yacht oder so. Ah, das Spiel spielt tatsächlich im Jahr 2018, müsst ihr wissen. Deswegen, ich verstehe es, wenn es für euch alles ein bisschen zu futuristisch ist. Aber das ist, wie unsere Welt an dem Punkt aussehen wird. Ich mag diese Symbole, die man für die Items hat, nicht sonderlich. Das Gefühl, die sind sehr nichtssagend. Ja, was ist das? Vier Striche. Das war ein Turbo-Boost. Und ich habe gewonnen. Das ist einfach nur super groß, deshalb wirkt es langsam. Oh yeah. Ja, das kann gut sein. Der gibt Sinn. Und der gute Phaser hat gewonnen. Nächstes Rennen. Nur noch besseres Crazy Frog Race. Das Spiel ist nicht schlecht. Es ist nur ein bisschen. Ich würde mir nur wünschen, dass es ein bisschen schneller ist. Oder gehen Leute jetzt davon aus, dass Wipeout schlecht ist? Ich meine, ich habe vorhin schon einige Leute gesehen, die meinten: Oh, die PSP, das ist doch die Konsole, die niemand gekauft hat. Während sie sich 80 Millionen Mal verkauft hat und sie super populär damals war. Wollen Leute jetzt auch noch sagen, dass Wipeout ein dummes Spiel ist, das niemand mag? Nein! Oh Gott! Ich habe das Gefühl, ich bin sehr überfordert mit dieser Strecke. Ist das Autopilot gerade? Ich glaube, ich habe gerade Autopilot aktiviert. Meins. Ich muss aber fairerweise sagen, Oberhammer ist das Spiel soweit nicht. Ich glaube, ich bin kaputt. Wie kann ich mich aufheilen? Meine Lebensanzeige ist fast leer. Oh oh. Ich habe das Gefühl, wenn die leer ist, bin ich raus aus dem Rennen. Das wäre nicht gut. Gibt es Reparaturstreifen? Oh nein. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Ich habe da gerade kein gutes Gefühl. Es piept ganz schnell. Das war auch keine Heilung. Drück Kreis. Was mache ich mit Kreis? Ich repariere mich doch nicht mit Kreis, was? Au. Irgendwie muss man sich reparieren können, oder? Ich hätte schon so meine Vermutung, dass das Rammen Schaden macht. Ich glaube, ich habe verloren. Oh, mit Kreis absorbiere ich die Items in Leben. Oh, okay. Das wusste ich nicht. Ready. Go. Ich dachte kurz, das Lied wäre ein Hit. Aber es ist nicht wirklich ein Hit. Ich wünsche wirklich, dass das Spiel ein bisschen mehr passieren würde. Ich meine, es passiert jetzt schon ein bisschen was, aber irgendwie... Irgendwie catcht es mich nicht so ganz. Weiß auch nicht. Ist eigentlich ganz cool, aber es ist so langsam und irgendwie... Ich weiß ja nicht.
Musik ist auch nicht so cool. Hauptsächlich sollte es aber echt nicht so langsam sein. Au. Oh Gott. Ich brauche ein Item. Ich brauche ein Item. Ich brauche ein Item. Ich brauche ein Item, um mich heilen zu können. Da ist ein Item. Habe ich mich jetzt geheilt? Ja, muss ich sagen, das war nicht viel, was ich mich geheilt habe. Oh Gott. Nochmal? Ach, das ist halt nicht viel. Muss Schnellspiel machen. Karriere fängt langsam an. Oh, Moment. Ist doch nicht Karriere, ist doch Grand Prix, aber... Single Race, würdest du sagen? Blue Ride. Speed 5 von 5. Okay, los geht's. Venom? Wäre Venom schneller gewesen, oder was? Die Strecke sieht super cool aus. Schau euch das an. So ein bisschen grün macht sich doch ungemein gut für das Spiel. Ja, ja, ich kann bestätigen, dass das... Ich meine, es ist ein bisschen schneller. Ich fahre auch ein gutes Stück schneller. Oh mein Gott. Der Typ ist fast kaputt da vorne. Ist doch besser so. Niemand sollte sich mit mir anlegen und dann weiterleben dürfen. Ah, Gott. Man kann die Schultertaste drücken, um noch ein bisschen stärker zu lenken. Ich habe das Gefühl, ich neige aktuell dazu, zu stark zu lenken. Fehlt ein bisschen das Gefühl einzuschätzen, wann ich driften sollte und am wann besser nicht. Aber ist okay. So, warte, das ist Spiel Nummer 3, was wir gerade machen, oder? Fällt gerade auf, ich sollte ein bisschen versuchen mitzuziehen. Jo, die Strecke ist halt wirklich cool. Also rein optisch. Gott! Kann dieses Spiel nicht. Es ist zu schwer. Es wäre mir so schwer. Warum sind hier auch überall Wände? Warum kann ich nicht einfach rausfallen oder so? Hätte ich mehr Spaß mit, ehrlich gesagt. Es ist immer nur gegen Wände zu fahren und ausgebremst zu werden. Oh, wenn ich ihn damit erwischt hätte, wäre er kaputt gewesen. Ist eigentlich irgendwo eine Karte? Ich glaube, man hat auch keine Karte von den Strecken, oder? Vielleicht kann man die irgendwie aktivieren oder so. Shield active. Der gute Schild wird uns schon durchbringen. Ich weiß immer nicht, was für Items ich habe. Das eine Symbol, beziehungsweise ich weiß ein paar Symbole, was sie bedeuten, aber das mache ich mir zum Beispiel zu leben, statt nach vorn zu feuern. Naja, wir sind wahrscheinlich in den Alpen in dem Rennen hier gerade. Da fühlt man sich doch direkt wie zu Hause. Boost. Oh, was für ein Boost! Habt ihr es gesehen? Nein! Ich bin gerade an ihm vorbeigeboostet. Ich habe das Rennen gewonnen. Will ich einfach nur damit sagen. Außerdem Günthers Arme, 13 Monate, Resub. Wie viel lieben Dank. Puh, aber true, die PSP-Version war ein Crap. Yeah, es ist schon sehr langsam gewesen. Machen wir was Aufregenderes. Ich habe keine Ahnung, wie weit wir, ob wir überhaupt das Spiel spielen können an dem Punkt, aber ich hoffe, das ist der Teil, wo man am Anfang in einer zerbröckelnden Stadt unterwegs ist. Den habe ich nämlich auf der PS3 gespielt. Und der war ziemlich cool. Gutes altes God of War. Ich hoffe, ich habe den richtigen Teil erwischt. Ghost of Sparta. Held. Machen wir uns nichts vor, wir spielen auf Held. Kratos. Der Geist Spartas hatte seinen Platz als Kriegsgott bei ich kann es nicht skippen. Es ist Ghost of Sparta, der, wo man ganz am Anfang mit der, keine Ahnung, gegen so ein Monster kämpft, auf welchem quasi die Stadt ist oder sowas. Sie weiß, ihr werdet schon sehen. All der Macht quälten ihn noch immer Visionen seiner Vergangenheit. Oh, die Vergangenheit macht mich wütend. Ah, Zeus! Oh, Großmutter! Bei den Göttern! Ihr müsst sterben! Oh. Kratos wusste, dass dies nicht nur eine Vision war. Denn bei den Göttern
war niemals etwas so, wie es schien. Das ist ja, glaube ich, nicht. Das war Ascended, das kann sein. Ich meine, ich hatte 50-50 Chancen, richtig zu erwischen. Das kommt mir soweit aber auch nicht bekannt vor. Außer im Dosenfutter, 7 Monate. Resub, vielen lieben Dank. Ich wünsche wirklich, ich könnte das skippen, aber schau ich das mal eben an. Können wir kurz drüber reden? Wann kam die PSP raus? Wann kam PSP raus? 2005 oder so? So ein fucking Handheld von 2005, schau ich das an. Kann Nintendos Baby-Konsole nicht mithalten? 2005 ist richtig. Das ist halt sogar die originale Auflösung, sich mal hochskaliert. Doch diese Vision kann ich ändern. Aber mir gefällt die deutsche Stimme von Kratos nicht. Ja, Chain of Olympus, Olympus war der, den ich kenne. Einfach die Stimme von The Rock. Ich meine, das ist passend. Okay, können wir anfangen? Dann muss ich mehr mit Statuen reden. Es ist gerade der ganze Regen überall. Oh oh. Die Poseidon-Krieger! Ja, das ist definitiv der falsche Teil. Ist ein bisschen Screen-Tearing, aber ich denke, damit muss man leben können. Yes! Schau ich das an! Das ist ein PSP-Spiel! Beziehungsweise ich habe die Teile auf der PS3, um genau zu sein, wo es auch Ports davon gibt, aber oh mein Gott, es ist beeindruckend, das zu sehen. Dafür war das Ding aber auch lauter Zweck, man musste die halben Daten auf dem Gerät installieren, die Ladezeiten sonst ein Witz sind. Yeah, aber ich meine, gewisse technische Limitierungen gehören natürlich dazu. Oh, wir können... Moment. Ja, nein, ich wollte in die Luft schleudern. Kann ich euch nicht packen mit Kreis? Oh! Ich muss mein God of War Teil mal wieder spielen. Ah, oh, das ist einfach ein Abenteuer. Sie wollten dann das gleiche Wunder nochmal mit der PS Vita geschehen lassen, aber es hat nicht funktioniert, weil es niemand gekauft hat und die Spiele waren viel zu teuer zu machen. Tür eintreten! Kratos ist hier! L gedrückt halten und Kreis drücken, um Gegner zu Boden zu zwingen. Au. Au. Weg. Moment. Yes. Und? Komm schon. Dreieck. Yes. Oh, das ist das Leben. Ich bin so fasziniert gerade, dass das einfach ein PSP-Spiel ist, was ich spiele. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber es spielt sich halt auch wie die PS2-Teile. Warum sieht das aus wie Prince of Persia? Man spielt beides mehr oder weniger in der ähnlichen Zeit. Öffne die Truhe, Kratos. PS Vita war auch das mit Speicherkarten, BS. Ey, du redest gerade, das erzählst du gerade dem Typen, der sich eine 64 GB Speicherkarte für 130 Euro kaufen musste. Da dachte ich mir auch, danke Sony. Bin sehr froh, dass ihr euch dazu entschieden habt, das fürchterlich zu gestalten. Oh nein! Oh, oh, je, oh, oh. Poseidon, du Ferkel. L und R gedrückt halten und mit dem, oh, und dann ausweichen. Oh, das gefällt mir überhaupt nicht. Steuerungstechnisch, dass ich L und R gedrückt lassen muss, um zu dodgen. Ich habe das Gefühl, einfach mit dem rechten Stick in die Richtung zu drücken, gefällt mir besser. Oh, oh. Ausweichen, ausweichen! Nein! Ja! Oh Gott. Da sind böse kleine Spinnen. Poseidon McCry. Ich meine, Kratos war nie der größte Fan von Poseidon. Den konnte sich nie so ganz leiden. Poseidon ist auch eine Ratte, muss man fairerweise sagen. Niemand kann Poseidon leiden. Er gibt schon auch sein Bestes, um die Leute anzupissen. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil es regnen lässt. Au! Nein! Wenigstens nehme ich keinen Schaden. Das ist kein Port von PS1-Teil. Das wir gerade spielen, es gab zwei exklusive, oh, ich habe so viel Schaden gerade genommen. Es gab zwei exklusive God of War Teile auf der PSP. L und R schnell umgedrückt, zu entkommen.
Es gab zwei exklusive Teile. Der hier und der Ghost of Sparta und Chain of Olympus. Welche, wie gesagt, später noch auf die PS3 geportet wurden. Wo sie übrigens noch besser aussehen. Aber ich bin gerade immer noch so fasziniert, wie gut sich dieses Spiel... Oh, hier ist mir das Spiel! Oh, ich bin so bereit dafür. Los geht's. Oh, das war's. Das war kein Minispiel. Ich muss nicht mal was drücken. Ich habe übrigens nur God of War 2 durchgespielt, das Protokoll. Und Chain of Olympus habe ich fast durchgespielt, aber dann hatte ich einen Bug in der Version, wo bei irgendeinem Raum irgendwie Gegner offscreen immer gespawnt sind, die ich nicht besiegen konnte. Konnte ich es nicht durchspielen. Oh, und ich habe mir den neuen God of War Teil auch gekauft, aber ich habe ihn nicht weit gespielt. Oh Gott! Skiller? Ich habe Age of Mythology gespielt. Au. Oh, mit L abwehren. Will man abwehren, oder? Ich meine, an dem Punkt muss man wahrscheinlich abwehren, schätze ich. Wenn die ein Schiff versenkt, bekommt sie einen Kopf dazu. Ihr müsst hier aufpassen. Einfach L drücken, schätze ich. Einfach abwehren, wie in Dark Souls. Wenn die große Hydra oder Skiller vor ihm steht, einfach nur abwehren. Was machst du jetzt eigentlich? Ich mag es übrigens nicht, dass sie die gleiche Art von Nippeln hat wie Crait. Wir haben noch 2,5 Minuten. Ich habe das Gefühl, God of War ist das Spiel, das am meisten für unsere Zeit hier gerade zu bieten hat. Was mir nur gerade fehlt, ist der Power-Modus. Irgendwie kommt wahrscheinlich noch später dazu. Denn üblicherweise kann Kratos, wenn er... Komm schon! Irgendwas drückt, immer in irgendeinen Power-Modus gehen. Habe ich gerade gekontert? Gibt es ein Parry-System? Ich glaube, es gibt ein Parry-System. PS4 God of War hat man in den ersten 10 Sekunden gerade mal einen Reha erschossen. Ja. Yeah. In dem PS4 Teil habe ich übrigens ich nicht weit gespielt. Ich bekam den ersten Boss, gegen den habe ich verloren. Da dachte ich mir, ja, ich weiß nicht, ich habe gerade keine Lust. Da habe ich es nicht weiter gespielt. Irgendwann werde ich das ändern. Nein. Oh Gott. Du musst abwehren, Kratos. Großer Schrei. Komm schon, den können wir doch noch killen. Wir haben noch über eine Minute Zeit. Oh, los geht's! Oh! Doppelsprung. Das Kranrad. Wir müssen den Kran aktivieren. Komm schon. Kreis. Oh. Oh Gott, nicht in die Augen. Schwing nicht rüber. Nochmal Kreis. Nein! Nein! Nein, ich hab's verkackt. Ich war zu langsam. Es tut mir leid. Ich glaube, wir haben keine Zeit mehr dafür. Okay, wir machen noch einen Versuch. Wir haben noch einen Versuch. Ich weiß wieder, warum Quicktime-Events keiner leiden kann. Und den letzten Boss aus God of War 2. Ist auch einfach nur Zeus mit Millionen Quicktime-Events. Was passiert noch? Er haut ab. Wir haben Skiller besiegt! Das waren aufregende 10 Minuten, wenn ihr mich fragt. Huh! So weit, so gut. Womit machen wir weiter? Machen wir mit SpongeBob weiter, damit wir direkt was Langweiliges noch reinbekommen können. Das Gefühl, es war zu viel Action gerade. Aber ja, sehr faszinierend, dass diese Spiele tatsächlich auf der PSP einfach laufen. So, die Akku-Anzeige. Ist mein Controller leer? Ich mag Action nicht, verständlich. Was blinkt das die ganze Zeit oben rechts auf? Du, 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 du.
Es hat scheinbar keine deutsche Übersetzung. Absolut tragisch. Aber handelt es sich um so ein qualitatives Spiel, da bin ich mir sicher. Es gibt übrigens 500 Sponsorspiele oder so auf der PSP. Die Drecksackblase! Wir müssen ihm helfen. Oh, der Teil, ich habe den Timer ver... Oh, ich habe eigentlich gedrückt. Aber okay. Aber okay, ich sehe schon. Was ist das hier? Warum ist das sexy Meerjungfrau, Mann? Ich würde gerne alte Männer waschen. So stelle ich mir eine richtige Party vor. Ich habe euch City Stories nicht dabei. Meerjungfrau, Mann, was? Okay. Sprich mit Meerjungfrau, Mann. Okay. Glaubersbube, wie sieht's aus? Die Musik ist ganz sehr schmissig. Können wir jetzt raus? Ich will nach links. Downtown Bikini Bottom oder... Da können wir nicht hin. Wir haben kein GTA-Teil, weil ich, pass auf, wir haben kein GTA-Teil wegen Musik und wir haben kein Monster Hunter-Teil, weil ich keine Ahnung habe, ob man da nach 10 Minuten überhaupt schon irgendwas machen kann. Aber ich glaube, die Antwort ist nein. SpongeBob, warum machst du ein Kamehameha, das nichts macht? Wir gehen mal darüber. Ja, kann gut sein, dass es davon eine DS-Version gibt. Oh, die Perspektive. Verwirrend. Ah! Was soll dieser Move? Ah! Macht nichts. Im Monster Hunter auf der PSP kann man ja vor 10 Minuten nicht wirklich was Spaßiges machen. Ja, yeah, genau. Deswegen, ich wollte danach auch ein bisschen schauen, dass wir in dem Spiel auch tatsächlich was erledigen können. Es gibt eine DS-Version von dem Spiel. Hier gibt's nichts zu tun. Hey. Da hinten wohnen die Jungs. Verzeihung, ich muss zurück. Schlag die Oma bitte. Ich kann nicht schlagen. Ich habe keinen Schlagknopf. Man bekommt später im Spiel noch eine Ability, womit der Move was macht. Da will ich doch wohl sehr stark hoffen. Dass der Move irgendwann noch was macht. Was ist mit dem Typ? Warum ist der so wütend? Howdy, SpongeBob! Oh, bekomme ich jetzt den, meinen Karate-Schlag? Okay, wir werden später ein bisschen üben. Das Spiel ist, ein Super-Pad. Das Spiel wirkt sehr, fürchterlich, aber gehen wir zu Thaddäus. Der alte Talle weiß, wie es geht. Warum würde Thaddäus dieses Bild von sich aufhängen? Das ist nicht in Character für ihn. Das sehe ich schon mehr. Das gefällt mir auch. Und das ist absolut widerlich. Hi, Squidward! Nein, wir können noch nicht oben in Thaddäus Haus. Der hat jetzt ziemlich... Ja, was hast du? Schau mir in den Kühlschrank. Aha! Einen Meerjungfrau-Mann- und Blaubeerspube-Sticker hat Thaddäus im Kühlschrank versteckt. Dachte ich's mir doch. Ansonsten Käse, Wein und irgendwas in der Plastikbox. Typisch Thaddäus. Kann ich das Bild anschauen? Ich gehe dann mal wieder, schätze ich. Ich bin nicht überzeugt von diesem Spiel bisher. Kannst du auch in sein Regal gucken? Okay, Moment. Moment. Man muss auch sagen, das Spiel sieht schon fast zu wild aus. Außer von Kranich, 35 Monate. Resub, wie viel lieben Dank. Oh, da ist es. Und da ist ein Sticker. Schicke Anlage, eine Vase mit Blut. Und eine Bong vermutlich. Der Deus weiß, wie man das Leben lebt. Und das Telefon. Ist ja gut, jetzt gehen wir ins SpongeBob's Haus. Ich gehe nicht nochmal zurück.
Nein. Okay, jetzt kann ich die Richtung wechseln. So. Ich meine, bei SpongeBob sollte es doch auch einiges zu sehen geben, oder? Das ist da, wo der Bob wohnt. Der Schwammkopf. Aber wir müssen Fernsehen schauen, um zu sehen, was in den News vor sich geht. Hier schaut man Fernsehen. Breaking News! Ja. Ist okay. Also die Ruhe. Bla bla bla. Da läuft Meerjungfrau Mann und Blaubeerspube, meine Lieblingsshow. Und noch mehr Nachrichten. Es hat null SpongeBob-Vibe. Es hat halt generell null Vibes in irgendeiner Hinsicht. Schneckenfutter nehme ich mit. Ich habe mir kaum vorgestellt, dass sie mehr als 3 Euro bekamen, um dieses Spiel zu entwickeln. Eine Telefonnummer. Das Spiel hatte irgendwie so Telefon. Ja, warum willst du denn die Nummer nicht? Wähl doch die Nummer! Das Spiel scheint irgendwie Point-and-Click-Elemente viele zu haben. Wir können den Wecker benutzen. Oh. Garys Schüsse können wir... Oh, ich... Nein, wie kann ich... Ich hätte irgendwas lesen sollen vielleicht, aber wir haben auch nicht wirklich Zeit dafür. Oh, hey Gary. Hi Gary. Und da ist der größte Kalender der Welt. Ich muss sagen, das Spiel ist nicht unbedingt das, was ich erwartet hätte. Wer ist da im Lichtschalter? Nosferatu. Das Spiel war auf dem DS viel interessanter wegen dem Touchpad. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich gehe mal wieder nach draußen. Wo geht's nach draußen? Da ist der Ausgang. Können wir noch zu Patrick schauen? Dann bin ich noch zu Patrick und dann haben wir hier keine Zeit mehr. Ich glaube, ich kann nicht zu Patrick gehen. Nein, kein Patrick für mich. Gehen wir auf den Quallenfischfeldern mal weiter. Ich hoffe, dass da irgendwas passiert. Ich habe aktuell keine Hoffnung mehr, denn... Das wäre einfach nur ein 3D-Jump'n'Run oder so, aber... Das ist einfach nur echt... nicht sonderlich spaßig. Ich meine... Fairerweise muss man sagen, ich habe das Zeug nicht gelesen, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, auch dann, wenn man sich damit auseinandersetzt, dass es... wirklich interessant ist. Ich hoffe, die Gegner draufspringen. Wer ist überhaupt der nackte Typ? Und der Naruto runnt ein bisschen. Oh, das sind böse Blasen um die Gegner herum. Oh nein. Die Drecksackblase hat mich erwischt. Nein, ich glaube nicht, dass die Batterieanzeige aufhört zu blinken. Hey Patrick! Okay, ja. Ich mag's, wie einfach alles voll mit Text ist. Ohne jegliche Synchronisation oder so. So, wir gehen hier entlang. Die Quallenfischfelder sehen fast cool aus, aber hauptsächlich nicht. Also von Naruko, 39 Monate. Resub, vielen lieben Dank. Hey! Sie klingt auch so ein bisschen, als ob sie gerade sterben würde. 3D-Jump'n'Runs gibt es kaum welche auf der PSP. Wahrscheinlich würde ich empfehlen, den zweiten Stick. Es gibt aber einen SpongeBob 3D-Jump'n'Run auf der PSP. Das wäre die gleiche Engine oder sowas. Super Power. Oh, der Wasserball. Okay, ich schätze, ich muss da den Wasserball rüberfeuern. Air Aim Waterball und dann Klatsch. Das ist echt ein Oberhammer.
muss ich ganz klar sagen. Fast zu aufregend. Schade, dass wir nur noch 15 Sekunden Zeit übrig haben. Und dann ein richtiges Spiel spielen müssen. Ist ja echt traurig. Das ist Spiel Nummer 5, richtig? Es sieht halt auch einfach nach nichts aus. Es sieht auf jeden Fall aus, als wäre es ein Port von dem DS-Spiel. Naja, kein Oberhammer. Ich glaube, das war Spiel Nummer 5. Ich hätte mitzählen sollen. Ich weiß nicht, ich zähle mit. Ich mache mir ein Textdokument auf. Ich schreibe einfach 5. Das wird schon stimmen. Auch wollen wir per Rapper the Rapper spielen? Dazu müsst ihr wissen, ich bin sagenhaft schlecht in Rhythmusspielen. Aber die Uhr geht eine Stunde nach. Das ist echt tragisch. Geht's nicht eine Stunde vor? Jetzt werden wir ein bisschen. Jetzt werden wir ein bisschen Musik hören. Wir werden vielleicht ein bisschen aufdrehen. Oh, Moment, die Zeit. Die Zeit ist das, was uns in dem Fall rettet. Glaubt mir. Nana Uncha. Keine Zeit zu verlieren, wir müssen Spiele spielen. Der Hip-Hop-Hero! Dein Ranking zu PSP, PSP Go und PS Vita. Ich habe noch eine PSP 2000. Neues Spiel. Oh, das ist einfach nur der PS1-Teil. Ja, ist es. You rappin' good. Nein! Oh Gott. Oh Gott, das ist schwer für mich. Again. What? Oh Gott, das werden so lange 10 Minuten. Das werden lange 10 Minuten. Okay, diesmal weiß ich, wie es geht. Kick, punch! Jump. Balls. Duck. Turn. Ich hab doch. Ich hab's doch gefühlt! Jump! Kick! Block! Komm schon! Ich hatte es doch! Chip!
block. Back. Once more now, kick. Kick. Punch. Punch. Jump. Duck. And block. Block. Don't get hooky, it's gonna get rocky. Good! Down to the next to duck, now duck. Duck. Jump. Jump. Turn. Uh-oh. Pause. Listen Pause. Carefully, jump. Jump. Pause. Duck. Duck. And turn. Turn. Yes. Kick to the limit in order to get an out. Kick. Punch. Kick. Punch. Jump. Block. Jump. Block. Jump. Block. Jump. Kick. Jump. Kick. Punch. Block. Punch. Block. It's gonna get hard and out. Duck and jump. Nein! Duck and turn! Duck and turn! Jump and pose! Jump and pose! Come on now! Why don't you follow my words? Wir sind noch im Spiel! Oh ja, er hat's einfach raus! Lektion 4! Again. What? Das ist so schwer! Kann ich nicht ein anderes Level spielen? Ich kann das nicht! Oh Gott! Stufenauswahl. Ich habe keine andere frei! Nein! Das ist nicht das Tutorial, jetzt nur der Anfang. Okay, wir versuchen das nochmal. Hey, Kirby, die Goldmine arbeitet 47 Monate resubbed, wir will ihm danken. Weiter kann ich in dem Spiel übrigens noch nie. So bin ich immer gescheitert. Okay, wir sind noch im Spiel. Wir sind noch bei gut. Duck. Turn. Oh! Chop, block! Chop, block! Chop, kick! Wie war das falsch? Chop, kick! Punch, block! Punch, block! Gonna get hard! Was? And jump! Jump, jump! Turn and pose! Turn and pose! Yes! Duck and turn! Duck, turn! Das war nicht gut. Jump and pause! Nein! Nein! Oh Gott, wir sind auf... Oh nein, wir sind auf bad. Oh Gott. Punch, punch, punch! Oh! Wir sind noch im Spiel! Again. What? Wir waren nicht mehr im Spiel. Wir waren nicht mehr im Spiel. Ich dachte, wir hätten's. Ich dachte, ich war gut genug. Kick! Punch! Punch! Jump! Jump! Block!
But once more now, kick, kick, punch, punch, huh? Jump, jump, and block, block. Oh, yes! Ich hätte auch gerne das zweite Level gesehen. Jump! Turn! Pause! Jump! Pause! Duck! Turn! Oh, yes! Komm schon! Nein! Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Nein! Falsch Knopf gedrückt! Nein! Oh mein Gott. Okay, wir sind durch. Oh Gott, das ist nicht noch so viel übler, als ich gedacht hätte. Das ist so schwer. Also man ist Knödlinger, frischer Saft, wie lieben Dank. Das ist schwer, okay? Zu meiner Verteidigung spielen wir Medieval. Das ist so schlimm, waren die 10 Minuten nicht. Komm schon. Ich bin nur nicht gut in Rhythmus spielen. Wann kriegen wir den Parapet Rapper 100% Stream? Das ist die Frage. Einmal waren wir kurz davor, es zu schaffen und dann war es vorbei und davon habe ich mich nie wieder erholt. Aber gut. Medieval. Bekam das nicht letztens ein Remake? Mit letztens meine ich vor 3 Jahren oder so. Hey. Hey. Ich bin nicht für die Lore hier. Wir sind hier, um meine Gliedmaß zu werfen. Oh mein Gott, das sieht so gut aus. Schau euch das an! Ich bin so fasziniert, dass wenn sie sich bei dem Spiel Mühe auf der PSP geben, es sieht einfach besser aus als auf der PS2 stellenweise. Es ist absolut faszinierend und diese Konsole kam nur, keine Ahnung, 4 Jahre nach der PS2 raus. Technische Fortschritte waren damals schnell. Schöner als Switch, ich meine, als manche Switch-Spiele definitiv. Aber das ist nicht die Schuld der Plattform. So, wir müssen das skippen, wir haben keine Zeit. Dance Gruft. Wenn man einen toten Dan sucht. Hör auf mit diesen Videos. Yeah, okay. Wie werfe ich meinen Arm? Oh, kann ich meinen Arm nicht irgendwie werfen? Oh ja, mit Viereck, wie es aussieht. Ich wäre eigentlich lieber Holzschwert gefunden. Ein Übungsraum, was? Nette Einrichtung. Früher Makaberismus. So, jetzt kann ich die Teile hier schlagen. Ich meine, mit X und Viereck mache ich verschiedene Angriffe. Okay. Oh, Vorsicht, Lava, dann. Ich finde, meine Scherung passt nicht. Ups. Ich dachte, ich springe mit Dreieck. Das Spiel sieht wirklich gut aus. Meines Medieval, Leute mögen das sehr. Ich habe PS1 mal ein bisschen über den Emulator gespielt. Dachte mir, ja, ist okay. Steck ihn in die Runentour. Nein! Und Sesam, öffne dich. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es für allzu lange Zeit allzu interessant war. Aber es ist an sich eine coole Reihe. Es kam auch, wie gesagt, ein Remake. Oder war es ein Remaster? Ich glaube, es war ein Remake auf der PS4 von nicht allzu langer Zeit. Jetzt, wo kommt die Rune hin? Kann ich den Trank bitte haben? Du hast eine Gesundheitsflasche gefunden. Wie eine Leseratte wirkst du nicht. Du benutzt dein Monokel, stimmt's?
Okay, wo kommt die Rune hin? Hier? Nein, hier komme ich her. Oh nein. Es war ein Remake aller Crash oder Spyro. Oh, das ist ziemlich cool. Wo soll die Rune jetzt hin? Es gibt ja so viel Zeug, dass ich... Was soll die komische... Mich stört doch diese Kugel hier gerade so ein bisschen. Da ist eine Schatztruhe. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich will jetzt nicht alles anklicken müssen. Nein, ich... Komm schon, Rune. Rune, wo bist du? Ich muss doch nicht alles Wo muss die Rune hin? Da? Ich hab's gefunden! Wir können los! Wir können das erste Level. Ah, eine schöne Karte von Gallomir. Auf in den Friedhof, denn was sollte sonst das erste Level sein? Der grüne Stern, sowas wie Navi in Zelda, ich glaube... Nur es ist irgendwie die ganze Zeit da und... Oh mein Gott, schaut euch an, wie gut das aussieht. Dass Zaro ganz in der Nähe ist. Vielleicht am Friedhofshügel auf der anderen Seite dieses Friedhofs. Das ist ein Handheld von 2005. Ist das euer Ernst? Ich nehme das Schwert mit. Ah, ein schönes, glänzendes Schwert. Ein Kurzschwert. Komm mal her, Zombie. Ich glaube, mit Fake mache ich einen etwas langsameren, aber stärkeren Schlag oder so. Vielleicht macht es auch gar keinen Unterschied, welchen Knopf man drückt. Ja, der grüne Stern nervt mich. Kann ich den deaktivieren? Steuerung? Nicht wirklich. Ha. Das Grafik ist aus Scheitern der PSP. Die PSP war super erfolgreich. Hört auf, die ganze Zeit zu sagen, dass die PSP ein Flop war. Die hat sich 80 Millionen Mal verkauft. Leute, ich wusste, dass es viele verwechseln werden, aber die PS Vita war ein Flop. Die PS Vita existiert aber erst, weil die PSP ein Erfolg war. Oh Gott, das sind Hände. Von dem müssen wir uns fernhalten. Was ist mit der Hand? Hey! Hey! Handrian, bleib stehen. Ich versuche wirklich noch zu entziffern, was dieser grüne Stern soll. Ich meine, man kann erkennen, wo die Gegner sind. Aber bräuchte ich das dafür? Und der ist gerade im Boden versucht. Oh, das ist ein dicker Lulatsch. Ich mag es, dass ich aktuell mit dem Schwert komplett OP bin. Kommt auch Kingdom Hearts heute vor. Ich kann ja versichern, Kingdom Hearts würde nicht mal dann vorkommen, wenn wir in der Zeit, die wir haben, was damit machen könnten. Aus Prinzip. So. Aber seht ihr jetzt, warum ich das Gefühl hatte, dass das Spiel ein bisschen, dass ich das ein bisschen eintönig fand? Wurfmesser! Wie wechsle ich meine Waffen eigentlich? Oh, er kann sprinten, wenn man... Oh, er kann mit dem Wurfmesser sprinten. Gesundheitsviola. Kann ich da rein? Nein, der will auch eine Rune dafür, um da, mich durchzulassen. Ich meine, wisst ihr was? Für das Wurfmesser sehe ich das Kreuz. Das ist ganz hilfreich. Ja, hier komme ich auch nicht durch. Konntest du nicht mit dem DS aufnehmen in Sache Erfolg, dann war trotzdem Erfolg. Ich meine, niemand konnte es mit dem DS aufnehmen. Nicht mal die Wii, glaube ich. Gameplay ist nicht so spannend, Atmosphäre ist cool. Ja. Yeah. Weil ich auch nicht weiß, wie viel interessanter das Gameplay noch im Laufe der Zeit wird. Wie kann ich meine Waffe eigentlich wechseln? Ich würde viel lieber wieder mein Schwert Nein, Vorsicht! Ja, die PS2 hat sich öfter verkauft, das stimmt. Ich glaube, die PS4... Wie oft hat die PS4 soll sich auch 80 Millionen Mal verkauft haben?
Oh ja, so kann ich die Waffe wechseln. Ich will mein Kurzschwert wieder. Denn er ist mal bei 154 Millionen Mal. Mein Gott. Hätte ich interessant, wie oft sich die Konsolen damals schon verkauft haben, gemessen an, dass der ganze Gaming-Markt generell viel kleiner war. Dann wiederum muss man aber auch sagen, dass die Konsolen damals auch günstiger waren als heute. Ich meine, wie viel hat der PSP gekostet? 150 oder 200 Euro oder so? Das kannst du halt nicht... Yo, die Keule! Ich hau ordentlich irgendwo drauf. Das ist ziemlich cool. Switch ist jetzt schon bei 90 Millionen. Oh ja. Also die Switch ist jetzt auch schon lange auf dem Markt, muss man sagen. Ich frage mich, ob sie die Nachfolge für die Switch irgendwann bringen werden oder ob das einfach jetzt eine Sache wird, dass Konsolengeneration. Oh, das kann ich kaputt machen. Dass Konsolengenerationen einfach 8 Jahre gehen oder so. An sich haben sie nicht wirklich einen Grund, Nachfolge für die Switch zu machen, aber gleichzeitig früher gehen Konsolengenerationen so 4-5 Jahre. Aber die Zeit sind lange vorbei. Switch Pro wird kommen. Hey, wie kommst du doch? Die OLED hat ein paar Pro-Pixel. Aber ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie, ach Gott, ich weiß nicht so. Das ist seltsam. Bei der Wii U hat man die ganze Zeit über. Ich weiß, da gibt es Sinn bei der Wii U. Hat die ganze Zeit über gesagt, ja gut, wann ist jetzt, wann kommt die Nachfolgerkonsole? Aber bei der Switch ist so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie überhaupt eine bringen werden irgendwie. Switch ist halt einfach, funktioniert einfach. Nein. Ich schließe die Tür. Nein, die auch. Wir wollen darüber. Die gute alte Switch 2. So, wir wollen da entlang. Ich muss sagen, generell habe ich das Gefühl, der Teil wirkt ein gutes Stück interessanter als der PS1-Teil. Von den Mechaniken her, wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt, wo es die verschiedenen Waffen und sowas gibt. Ich habe das Gefühl, dass das Kampfsystem auf die Dauer ein bisschen eintönig wird, aber cooles Spiel. Kann ich empfehlen soweit. Oh Gott, was war das jetzt? Spiel Nummer 6 oder Nummer 7? Ich glaube, das war Spiel Nummer 7. Oh, was war Medieval? Oh nein. Wie viel Spiel war das? Lass mich durchgehen. Wir hatten das. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das war Spiel Nummer 7, okay. Aber ich habe auch ein dummes Bakugan-Spiel runtergeladen. Wisst ihr was? Yes! Ist an der Zeit! Achtes dann Budokai. Es ist an der Zeit für einen richtigen Fighter. Ich habe das gute alte Cover Girl Game von verdrängt. Ich auch. Ich habe es realisiert und dachte mir, ach ja, das haben wir gespielt. Ich habe die PSP-Teil von Dragon Ball nie wirklich gespielt. Der einzige, den ich halbwegs gespielt habe, war Dragon Ball Evolution. Der müsste vom Gameplay auf Shin Budokai 2 basieren. Aber prinzipiell habe ich den einen oder anderen Budokai-Teil in meiner Zeit gespielt. Budokai Tenkaichi 2 und 3 sind die einzig waren. Budokai Tenkaichi 2 ist gar nicht mal so cool. Leute underraten mir Budokai 2 zu sehr. Ein neuer Weg, Arcade. Eine Geschichte, die nach Trunks eine weitere Geschichte spielt. Ah ja. Wie wäre es, wenn wir Arcade einfach machen? Machen wir leicht. Wir haben Goku. Oh, ich mag die Charakterauswahl, das Menü nicht. Was ist der Unterschied zwischen den Trunks? Zukunft und Trunks? Ah ja. Krillin, Piccolo. Freezer, endgültige Form. Gegen Broly? Noch ein überlebender Saiyajin. Ich lasse keinen dieser Affen am Leben. Du denkst echt, du könntest mich töten? Hehehehe.
Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, ich fühle das einfach. Oh mein Gott, seht ihr die 60 FPS? Das Spiel läuft flüssig. Wie mache ich irgendwelche coolen Moves? Ich glaube, ich habe keine coolen Moves frei, oder? Die! Das Kampfsystem ist auf jeden Fall, das ist nicht Budokai 2, sondern nicht Budokai 3. Worauf basiert das? Sie hat es auf diesem Super Dragon Ball oder sowas, was irgendwie eigentlich Budokai 4 war, aber keiner hat es gekauft. Und wir sind in der Hölle. Ist das nicht passend? Broly und Freezer kämpfen in der Hölle gegeneinander. Au! Warte, wie gehe ich in den Turbo-Modus? Egal, wir haben es geschafft. Huch, erinnere mich an Infinite World. War Infinite World nicht dieses Third-Person-Dingens? Oh, wir machen 2 Runden? Ich weiß nicht, ich habe nicht nach 2 Runden gefragt, ehrlich gesagt. Das ist das schlechteste Ladescreen-Minispiel von allen Spielen. Infinite World war Budokai mit Character Creator? Oh, wirklich? Ich dachte, es wäre dieses komische Koop-Dingens. Wir bleiben auf leicht. Habe ich gerade beschlossen. Das war also im Grunde so ein Best-of-Budokai. Oh ja, doch, dann meinte ich das. Und die haben sogar Cooler? Oh, niemand ist cooler als cooler. Also, ich habe den Trailer zum neuen Dragon Ball Film gesehen. Sie haben sich dazu entschlossen, ihn gefühlt in der Dragon Ball Xenoverse Engine zu machen. Wer ist das? Er ist genau wie Freezer, nur stärker. Er ist cooler. Oh, bild dir bloß nicht ein, ich und Freezer werden in derselben Liga. Bleib stehen, Krillin. Wir kämpfen hier auf dem zerstörten Planeten Erde. Bleib stehen, Krillin, ernsthaft. Au. Oh, yes. Oh mein Gott, seht ihr den Angriff? Habt ihr gesehen, wie cool der war? Hör auf, dein Ki aufzuladen. Willst du mich beleidigen? Okay, ernsthaft. Bleib jetzt mal stehen. Ich meine, ich wusste, dass Krillin ein Feigling ist, wenn man gegen ihn kämpft, aber das ist einfach nur lächerlich. Das ist einfach nur fürchterlich. Vielleicht sollte ich... Oh, Gott, die Sonne... Nicht Sonnenfaust. Gott, wie heißt es? Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt, aber ihr wisst, was ich meine. Der Angriff, der eigentlich von Tenshin Han stammt, aber in Super hatte Goku ihn Gohan vorgestellt als eine von Krillins vielen Techniken, die er erfunden hat. Das war ziemlich interessant. Hey, hier, das Tenshin Hans Angriff. Krillin ist einfach so ein brillanter Techniker. Er hat den erfunden. Ja, außer von Unheilspilz. 1759 Bits. Vivi, lieben Dank. Vivi, lieben Dank. Puh. Fand die Entscheidung, den Film in der Xenoverse Engine zu machen, klasse. Bin gespannt auf den Film. Was ist das für ein Standpunkt? Ich finde das super, dass sie den Film nicht mehr richtig 2D animieren sollen, dass er aussieht wie ein Videospiel. Ist das... Warte, gibt es Leute, die das wirklich so sehen? Ich bin nicht überzeugt. Ich meine, es kann bestimmt nett aussehen, aber... Es ist ihr Versuch, wie sie mehr Geld sparen mit dem Film, damit sie ihn billiger produzieren können. Und nicht, damit sie ihn besser machen können. Sie hatten auch schon diese komischen computeranimierten Szenen im Broly-Film und... als ich das gesehen habe, dachte ich mir, oh cool, ich wusste gar nicht, dass sie Teil des Films auf der PS2 gemacht haben. Aber ja, ich bin nicht überzeugt. Vor allem gemessen daran, dass es im Broly-Film deutlich negativ aufgefallen ist, als sie das gemacht haben. Bleib mal stehen, Cell. Warum kommen eigentlich generell gerade andere Gegner, wenn ich einen Kampf gewonnen habe? Oh, das war ein Headshot! Don't bother. Der Knabe wurde besiegt und ich habe Geld dafür bekommen. Ist auch schon Battle of Hell Gods nicht so gut aus. Hatten sie ja auch so ein paar Szenen? Ich will nicht mehr mit Cooler kämpfen. Aber ja, das ist,
Es sieht wirklich nicht gut aus. Vor allem hat man auch schon, sie haben so ein Titel-Artwork, wo man es gesehen hat. Da sahen halt auch Piccolos Arme schon sehr falsch aus. Weil seine Arme nicht wirklich darauf ausgelegt sind, dass man sie so anschauen kann. Wir machen diesmal gegen normal. Die nicht-computeranimierte Animation bei Broly waren ziemlich gut. Wen will ich spielen? Der Ultimate Gohan. Das ist ein Kämpfer. Und wir kämpfen schon wieder gegen Krillin. Krillin ist lange her, kämpfen wir. Okay, Mann. Selbst wenn Gokus Sohn ist größer als ich. Hey, er ist schon 14 an dem Punkt oder so. Nein, ich glaube, er ist 17. Oh, Justice Punch. Justice Punch. Das ist ein Angriff, den sonst nur der Great Saiyaman hat. Kann ich nicht irgendwie sprinten? Oh. Ja, der hat generell nur die ganzen Great Saiyaman-Angriffe. Du stirbst, Krillin. Warum hat Son Gohan diesen Move? Ja, das ist eine gute Frage. Stimmt, woher hat er den eigentlich her? War er bei Great Saiyaman im Training oder so? Oh, auf Z. Plan Z funktioniert perfekt. Hey, das bin ja ich. Das bin ich aus der Zukunft, wie stark ich wohl bin. An dem Punkt noch ein bisschen, aber danach nicht mehr allzu sehr. Oh mein Gott. Du hast den Jungen mitten in die Fresse getreten. Du hast also Cell besiegt, aber du hast die ganze Zeit, du hast dabei nur geweint. Jetzt zeige ich dir, wie ein überheblicher Son Gohan das Ganze regeln würde. Justice Punch! Das war immer der Kick. Oh, er wird zum Super Saiyajin! Aber er kann sich trotzdem nicht gegen den Justice Kick zur Wehr setzen. Ich wünschte, ich hätte ein paar mehr Moves frei. Kann man die auch mit Kapseln freischalten? Oder übersehe ich einfach nur viele meiner Moves? Ich weiß nicht ganz, wie das Spiel läuft, aber an sich ist es ziemlich cool. Das war gerade mal ein A. Du Saiyajin Bike, diesmal töte ich dich. Freezer, du kannst nicht gewinnen. Ich sollte mal in die Moves schauen. Oh oh. Oh oh, ich wollte zurück machen und ich habe Machstandard. Und ich habe die Steuerung geändert. Oh, ich habe Hochenergy für das Super Kamehameha. Oh. Man hat also drei Angriffe. Oh mein Gott! Yes! Nicht ganz das Spektakel, das ich mir eigentlich erhofft habe, aber oh mein Gott! Habt ihr es gesehen? Oh, was für ein Kampf! I did it! Ich würde sagen, gutes Spiel. Holt euch einen der Shin Budokai-Teile auf der Vita, auf der PSP. Sag ich auch schon wieder dazu. Ihr seid schuld daran. So, was haben wir sonst noch Schönes? Was seid ihr von Mega Man Powered Up? Das war ein Remake von Mega Man 1. Und ich sehe gerade, ich habe den Sound noch zu laut. Ich habe den nach per Rapper gar nicht, hochgestellt. Runtergestellt. Ich habe mir noch kein Spiel für eine gescheiterte Konsole. Das ist wahr. Ja, erstell die File. Es gab auch ein Remake von Mega Man X aus irgendwelchen Gründen auf der PSP. Sie hatten scheinbar das Bedürfnis, Mega Man zu remaken. Aber ja, ich bin auch kein Fan von dem Look. Mega Man, power it up! Oh, habe ich das nicht sogar schon zum Test gespielt? Wird wir dann... Oh, nein, okay. Habe ich an sich, ich habe scheinbar wieder gelöscht.
New Style oder Old Style? Wir müssen den New Style machen, glaube ich. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind. Ja, ja, ist gut. Schaut euch Mega Man an. Aus irgendwelchen Gründen. Das ist übrigens super selbst, wenn man lossprintet. Seht ihr jetzt, wie Mega Man erst kurz stehen bleibt? Das Spiel freest quasi für einen Frame, wenn man losrennt. Aus irgendwelchen Gründen dachten sie sich, ja, yeah, das, was Mega Man fehlt, ist ein Chibi-Look. Und der ist ja auch schon. Au. Ich weiß nicht ganz warum, aber ich glaube, die Frage weiß auch niemand. Bin auch traurig, dass es nur für die PSP kam. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein gutes Remake ist. Aber an sich ist, wenn du es prinzipiell spielen willst, PSP-Emulator auf PC ist ziemlich gut. Stop, Dr. Wily, stop, I say. Oh, jetzt geht's los. Ich meine, der Arzt ist nicht komplett fürchterlich oder so, aber er ist so unpassend. Ich weiß wirklich nicht, was sie sich dabei dachten. Man hat doch diese komischen roten Kugeln einzusammeln von den Gegnern, die Punkte geben aus irgendwelchen Gründen. Oh, und die Sache ist, in dem Spiel, wenn man einen der Robot Master mit nur mit dem normalen Blaster besiegt, dann schaltet man den als Charakter frei. Erinnert mich an Flash Game. So weit würde ich nicht gehen, aber... Ja, es ist jetzt nicht... Wenn du an Mega Man Remake denkst, ist das jetzt nicht unbedingt der Artstyle, der einem in den Sinn kommt. Ja, es sieht bis jetzt aus wie Kirby mit Mega Man, ja. Das ist fast ziemlich gut. Ah! Jetzt bereitet euch auf den härtesten Boss aller Zeiten vor. Ich hoffe, ihr schreibt mit. Denn das wird echt hardcore. Oh, oh, grüne Kugel. Fanbase würde es heutzutage komplett auseinanderreißen. Ich glaube nicht, dass es damals gut ankam, ehrlich gesagt. Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Brauchst Pippo G, was ist das? Wir brauchen auf jeden Fall den einen Prager oder was auch immer das war. Okay, wen machen wir? Oilman? Oilman wurde übrigens in der Nicht-Japan-Version umgeändert vom Design. Er hatte sonst rote Lippen und war ganz schwarz. Time Man, Fireman, Iceman, Cutman, Gutsman, Bombman, machen wir die Bombman Stage. Der Pippo, der aufschreibt mit der Brille. Okay. König Bratwurst, 12 Monate. Resub. Lieben Dank. Kann man das Spiel eigentlich in Europa überhaupt raus? Also Mega Man powered up, ich bin mir da gar nicht sicher. So am Rande. Au! Was ist denn? Au, ich bin viel... Warum ist mein Kopf so groß? Ich kann dem Zeug gar nicht ausweichen. Das läuft nicht gut. Ich muss sagen, die Musik ist auch ein bisschen... Komm nicht ganz an den Enthusiasmus der originalen Mega Man-Teile ran. Apropos... Au. Oh Gott, Leben. Kann ich hier hoch? Apropos, ich habe mir letztens, ich weiß, ich kann es euch, ich zeige es euch gleich, okay? Erinnert mich daran, ich muss euch noch was in Sachen Mega Man zeigen. Denn ich werd dann schon wissen, wovon ich rede. So, respawn die Gegner eigentlich, wenn man ein Bildschirm wieder betritt? Enemy Pack! Au. Oh mein Gott! Nein, warum kann ich nicht? Wenn ich irgendwie ausweichen könnte. Oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, das Spiel... Ich habe das Gefühl, dass Mega Man eine fünfmal so große Hitbox hat wie den Originalen. Klärt mich auf, wie fern ich falsch liege, aber... Oh mein Gott, was ist... Dreimal schießt der Typ.
Wie soll ich den überhaupt erwischen? Er hat im Original schon eine riesen Hitbox. Ja, ich weiß, dass Mega Man 1 generell relativ schwer war. Oh mein Gott, die Heilung. Kugelwillis? Da war die Superheilung! Die kann ich farmen. Für ein bisschen Heilung. Heilung! Ich brauch keine Munition, ich brauch Heilung! Komm schon! Komm schon! Der eine hat doch vorhin eine große Heilung gegeben. Was ist denn? Ist das euer Ernst? Oh Gott. Wer versucht Heilung zu finden, habe ich noch... Yes, da ist sie. Das wollte ich. Und noch eine kleine Heilung. Oh mein Gott. Und noch eine kleine Heilung. Wir sind zurück im Spiel. Wir sind zurück im Spiel. Au! Ich dachte, das geht drüber. Jo, das ist ein Herz. Ich glaube, es gibt mir ein One-Up. Au, nein, nein, nicht das Teil am Boden. Oh, die Stacheln kann man nur mit dem Boomerang erwischen oder mit der Bombe oder so. Sein Kopf ist auch 5-mal größer. Ja, aber ich glaube dafür, ich glaube hauptsächlich ist sein Körper nur ein gutes Stück kleiner, ehrlich gesagt. Ich brauche keine Munition, das bringt mir nichts. Oh nein, nicht die Teile. Okay, die sterben nach einem Schuss. Immerhin. Nein! Nein! Die Stacheln töten Mega Man! Stacheln töten Mega Man! Ich kann den Typ nicht leiden. Ich weiß nicht, wie ich ihm ausweichen soll. So wahrscheinlich. Auf jeden Fall nicht einfach. Checkpoint. Man hat eine Menge Checkpoints in dem Spiel. Im Original hat man nur einen vor dem Boss, oder? Oder gibt es auch einen in der Mitte der Stage oder so? Ich meine nämlich, dass man nur von dem Boss einen Checkpoint bekommt. Ach Gott, nicht ihr schon wieder. Wenigstens können die mir nicht wirklich Schaden zufügen. Das One-Up nehme ich mit. Kam schon Katamari. Habe ich Katamari überhaupt? Ich weiß gar nicht, ob ich das spielen will. Auf der PSP. Aber ja, ich glaube, ich habe es mir sogar runtergeladen. Es war auch nach dem Screenwechsel ein Checkpoint. Oh, okay. Es gab random Checkpoints, die hat man nicht gesehen. Oh, okay, okay. Außerdem von Lengi, 19 Monate, Resub, wie vielen Dank. Und von Saitayo, 2 Monate auch dafür, wie vielen Dank. Einfach fallen lassen. Oh, ich mag den Typen sehr. Ich mag es am meisten, wie er nervig ist. Okay, Bosskampf! Schaffen wir es noch? Wir haben noch eine Minute. Okay, Bomberman. Vielleicht die Schildtyp von hinten angreifen. Ja, aber es ging bei dem gerade eben nicht. Aha. Warte, wo ist er hin? Warum ist er unsichtbar? Hab ich unsichtbar zu machen? Oh mein Gott! Ich wünschte, er hätte keine 3 Millionen Leben, ehrlich gesagt. Da würde ich ihn schaffen. Oh mein Gott! Weil wie hätte ich überhaupt ausweichen sollen? Das war eine riesige Bombe. Komm schon. Habt ihr das gesehen? Die war neu. Auf jeden Fall. Ich habe mir ein paar Spiele für mein zwischen den Bouncers. Ich meine wahrscheinlich. Also ich bin hochgesprungen. Ich habe mir für mein... ich habe mir ein Famicom. Ich habe mir dafür ein paar Spiele gekauft. Ich habe zum einen inzwischen...
Super Mario Bros. 3 neben meinem Everdrive, wo ich alles drauf spielen kann, was ganz cool ist. Und was ich mir letztens gekauft habe. Rockman 2. Der einzig wahre Teil. Vielleicht sollten wir das auch mal im Stream durchspielen. Mega Man 2 ist wesentlich einfacher als Teil 1. Und ja, schau euch das an, wie das Originale, das rauchte Famicom ganz recht. Schau euch das an, wie die originalen Famicom-Spiele aussehen. Die sind super cool. Ja, vielleicht werden wir mal Rockman 2 spielen. Also von Corvus, 3 Monate, Resub. Vielen lieben Dank. Und das wollte ich euch noch zeigen. Oh, und Redcliffs auch dafür. Auch da 42 Monate. Resub. So. Wollen wir einen Stinker machen? Denn wenn wir einen Stinker spielen wollen, wisst ihr was? Es ist Zeit für Lord of the Rings Tactics. Dieses Spiel. Ich hab's irgendwo gesehen und dachte ich mir, oh mein Gott, es existiert ein Tactic-RPG von Herr der Ringe auf der PSP. Das muss so cool sein. Und dieses Spiel ist... Es hat, glaube ich, einen Umfang von 30 Minuten. Und die 30 Minuten sind nicht gut. Man hat irgendwie nur 4 Szenarien oder so, wo man spielt und dann hat man alles gesehen. Man kann gut und böse spielen. Und wenn man böse spielt, dann ist das Erste, was man macht, auf der Wetterspitze, wo man dann Aragorn und die Hobbits als Nazguls besiegen muss. Und Sam hat mich gekillt. Es war fürchterlich. Host of Mordor oder Fellowship? Wir nehmen Fellowship. Wir machen Medium. Und behaltet bitte eure Musik für euch, Herr der Ringe. Aragorn, Frodo, Sam. Man spielt die Story von verschiedenen Charakteren. Spielen wir Gandalf. Nein, hör auf, die Musik abzuspielen. Ihr könnt doch nicht. Gott. Die Wetterspitze. Gandalf war nicht auf der Wetterspitze. Oh Gott. Ich habe dann so ein Gefühl, das Herr der Ringe-Spiel war ein Fehler. Bin ich jetzt Gandalf? Nein, die Guten starten auch auf der Wetterspitze. Okay. Der gute Frodo. Wir stellen ihn hier hin. Sam kann von hier oben aus Steine werfen. Und Aragorn... Ich glaube, die Nazguls nehmen extra Schaden, wenn man neben dem Feuer steht oder so. Okay, los geht's. Ich glaube, es ist nicht gut, dass der eine Nazgul Frodo angreift. 9 Schaden wird das machen. Schlag zu, Frodo. Ja, und Sam wirft und Aragorn. Kann ich mit dem Bogen angreifen? Kann ich nicht rüberlaufen? Nein. Greife ich mit dem Bogen an. Los geht's. Gute Arbeit, Frodo. Oh, Sam, der alte Steinwerfer. Oh Gott, der Hexenkönig von Angmar ist hier. Oh oh. Oh oh. Oh, Frodo hat geblockt. Okay, soweit so gut, soweit so gut. Soweit, lass mich mal kurz die Audio-Optionen machen. Okay. Ich habe mal eben die Musik ausgemacht, wenn das okay ist. Also wir können Frodo ein bisschen anders platzieren. Ich würde Frodo auch mal hier rüberstellen, damit er ein bisschen Steine werfen kann. Mit Sam bin ich ganz zufrieden da oben. Okay. Alle laufen ein bisschen umher. Oh, oh, Frodo, Vorsicht! Frodo, pass auf, die Combat-Phase! Schlag zu, Frodo! Nein. Sam, kannst du auch ihn angreifen? Du kannst auch ihn angreifen. Und Aragorn... Mit dem Bogen. Wie kann Aragorn im Nahkampf was machen? Oh, er hat geblockt. Yeah. Hobbits sind erstklassige... Sie treffen einfach nicht. Hobbits sind erstklassige Steinwerfer. Ich habe das Gefühl, der... Oh, Frodo, nein! Sam, nein! Aragorn, wir müssen die Hobbits beschützen. Oh Gott, dieses Spiel ist halt... Es ist ziemlich fürchterlich. Okay. Aragorn bleibt bei dem hier. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh ja, die Gegner haben alle viel zu viele Leben und es ist einfach nur... Und man hat halt einfach nur irgendwie 4 Szenarien oder so. Ich glaube, die zweite Mission, ich weiß nicht, ob wir so weit kommen werden, aber die zweite Mission in diesem Spiel ist die Flucht vor dem Balrog. Als zweites kommt die Flucht vor dem Balrog. Es ist halt... lächerlich.
Und ich glaube, das Spiel kam auch nie in Deutschland raus. Zumindest bekam es keine deutsche Übersetzung, aber es ist auch echt schlecht. Und ich glaube, wir werden nicht mehr lange leben. Ich weiß auch nicht ganz, was man alles anders machen könnte. Frodo, lauf weg. Versteck dich. Und Sam? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Frodo kann halt auch nicht wegrennen. Das ist halt... Ich meine, vielleicht mache ich was falsch, muss man fairerweise sagen. Das ist nicht auszuschließen, aber... Ich weiß ja nicht. Ich denke, es hat seinen Grund, warum niemand jemals über dieses Spiel redet. Oh mein Gott, wir haben gleich... Der König ist gleich gefallen! Ich habe doch keine Ahnung, was wir am besten machen könnten. Ich glaube, man kann stärker sein, wenn man am Feuer ist oder so. Einfach alle zuschlagen. Oh, der Hexenkönig ist da. Aragorn. Oh, Sam, nein! Oh mein Gott! Oh Gott! Es ist ein Massaker! Sam! Nein! Ich glaube, Sam braucht keine Movement-Phase mehr. Ich habe das Gefühl, er wird sich nicht mehr lange bewegen. Genau wie alle anderen. Ich glaube, was mich am meisten an dem Spiel stört, ist die Tatsache, dass man sich nicht frei bewegen kann, wenn ein Gegner das Bedürfnis hat, einen anzugreifen. Dass sie einen damit dann quasi fixieren. Wie zum Beispiel Frodo, konnte jetzt nirgendwo mehr hinlaufen. Okay, das lief ziemlich gut. Ich will das Level nicht nochmal spielen. Warte, kann ich Select Item? Nein, ich will Turn to Main Map. Ich will eigentlich was anderes spielen. Können wir eine andere Welt? Kann ich mal ein anderes Level machen, um zu... man kann nicht mal eine andere Mission machen, um zu leveln oder so. Spielen wir Horse of Mordor. Zuerst, wir machen easy. Vielleicht ist easy die Lösung, muss man fairerweise sagen. Oh, man hat hier Sauron, den Hexenkönig. Lurz, Gothmog, Grima und Saruman. Die Gang ist vereint und die Gang ist bereit. Glaubt ihr, Saruman wird uns verraten? Und hey, ist das nicht schon wieder die Wetterspitze? Vielleicht ist der Trick, das Spiel auf leicht zu spielen. Aber ich glaube, jetzt werden mich einfach die Hobbits verprügeln. Ich meine, dass das beim letzten Mal, als ich mit dem Bösen versucht habe zu spielen, genau so gelaufen ist. Combat-Phase. Greift alle den Hobbit an. Au. Ja, das sind Soundeffekte aus das dritte Zeitalter. Ich liebe es, dass Frodo hier Level 2 ist und einfach gar keinen Schaden nimmt. Wir müssen Frodo auf jeden Fall umbringen. Das sind generell alle Soundeffekte aus dritte Zeitalter, jetzt wo ich so drauf achte gerade. Los geht's! 11 Schaden! Hört auf, denn... Yeah. Oh mein Gott! Was? Wie hast du die Morgulklinge geblockt, Frodo? Oh mein Gott, wir haben den Hobbit gleich down. Auf leicht zu gehen war die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Wer weiß, vielleicht könnte das Spiel doch cool sein, wenn man auf leicht spielt. Los geht's. Aber sie machen halt auch viel zu viel Schaden. Frodo Level 2 ist besiegt. Frodo has been slain. Dann ist jetzt der andere Kleinling dran. Dann meine ich Halbling, aber Kleinling passt auch.
Oh oh, Aragorn will auch kämpfen. Dann zeigt mal, was ihr alle drauf habt. Schaut euch an, wie viel Schal. Okay, irgendwie gibt es Spezialangriffe, wie ich gerade sehe. Es kann auch sein, dass sie die erst auf Level 2 lernen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass Aragorn zu stark für mich ist. So, wir pursuen jetzt mal ein bisschen. Dann schaue ich, ob ich die Spezialangriffe hinbekomme. Das ist einfach wirklich scheiß, muss ich sagen. Alles daran. Ich würde soweit zustimmen. Vielleicht hat er einen Spezialangriff. Oh, Skills. Aber er hat keine Skills. Wann hat er Skills? Der Hexenkönig. Black Breath. Okay, los geht's. Nein, ich will den Black Breath noch sehen. Komm schon. Oh Gott. Es ist, so auf jeden Fall aufregend. Freut mich, dass ich diese Erfahrung mit euch teilen konnte. Oh, ich habe eine Menge Spiele, wenn ich weiter runtergehe. Oh, wollen wir in den Wings Club schauen? Ist ja weiß mir egal, was ihr sagt. Wir gehen jetzt in den Wings Club. Wings Club habe ich damals, das ist die Serie, die, jeder geschaut hat, und zwar mehr als er sollte wahrscheinlich, mehr als er zugeben würde. Das ist okay. Das ist vollkommen okay. Der PSP-Emulator ist ja mal übergelungen. Das ist nicht wirklich ein PSP-Emulator, das PlayStation TV, was eine kleine Vita in Konsolenform ist. Das heißt, ich glaube, es ist zum Teil emuliert, aber an sich nicht wirklich. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung vom technischen Aspekt. Ist auf jeden Fall ziemlich akkurat. Ist der Punkt, worauf ich hinaus will. Nein, wir können jetzt keine... Wie heißt es, Spieler? Wir können jetzt nicht einfach das Intro anschauen. Ein Spieler. Bloom? Musa? Layla? Flora? Tecma? Stella! Wen sollen wir nehmen? Das ist die Frage. Ich erinnere mich ja nicht mehr viele Charaktere. Soll wahrscheinlich Bloom nehmen, sie ist die Hauptrolle. Auf jeden Fall will niemand, dass man Tecma nimmt. Der rote Brunnen. Los geht's. Ich habe das Gefühl, ich mag diese Character Designs nicht mehr sonderlich. Ich mochte sie auch damals nicht, muss man fairerweise sagen. So, oh. Oh Gott, ach ja, es gab ja ihre komischen Freunde. Und sie kämpfen mit den Moonlight Greatsword. Chaos, Globus, Wahnsinn, überleben. Ist das die Serie? Ich kann es gerade echt schlecht einschätzen. Mit Viereck springen, mit links und rechts bewegen. Warne die Bewohner von Roter Brunnen vor dem Angriff der Chaosgloben. Indem du zur Schule fliegst, vergiss nicht, auf Steine, Bäume und andere Hindernisse zu achten. Das Lied. Das ist wahrscheinlich aus der Serie, soll es wahrscheinlich nicht abspielen, aber ich gehe das Risiko ein dieses Mal. Denn ich habe das Gefühl, das Spiel wird außer der Musik nicht viel zu bieten haben. Ich weiß auch nicht, was dieses Lied gerade zu dem Minispiel beiträgt. Ich mag es auch, dass ganz rechts kein Hindernis spawnt. Oh, da ist eins. Nein! Ach Gott. Ich weiß, ich werde einfach über Hindernisse drüber springen ab jetzt. Ich bin sowieso gleich schon da. Beim roten Brunnen. Kann ich auch einfach gedrückt lassen? Nein. Man kann nur für 3 Sekunden schweben oder so. Ich kann nicht mitsingen, ich kenne den Text nicht und ich verstehe auch kaum was, weil es echt leise ist. Es gibt viele Gründe, warum ich nicht mitsingen werde. Sucht euch einen aus. Neue Münzen 10. Freigespielt weiteres Outfit. Zum Mittelpunkt zurückkehren. Wo ist mein weiteres Outfit, das ich freigespielt habe? Ich meine,
Wenn, dann müssen wir es doch auch verwenden können. Spiel fortsetzen, beenden. Nein. Wings-Optionen. Wings wechseln? Wir können Wings wechseln. Spielen wir Stella. Und der Unterweltangriff. Abfahrtsrennen? Ich habe eh nichts anderes frei. Mit X springen und mit dem linken Stick bewege ich mich. Layla zeigt sich bei ihrem wilden Baumstammritt in die Unterwelt. Okay, ich habe Viereck, Dreieck und Kreis für coole Tricks. Okay, dann zeig mal, wie cool unsere Tricks werden. Na, das ist echt cool. Warum spiele ich jetzt die andere? Oh, haben wir den Trick gesehen? Ich kann den Sprung auch aufladen. Wow. Das ist schon echt cool. Das ist das dumme Lied. Hoppla. Spring drüber. Ah! Oh mein Gott, dieses dumme Spiel. Ist das Sonic Riders? Es könnte es sein. Sprungkraft ganz aufgeladen. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen, dieser hohe Sprung? Wir haben auf jeden Fall noch ein Sonic-Spiel. Das habe ich mal kurz gespielt und es war sehr fürchterlich. Das ist Sonic Rivals. Was soll denn dieses Spiel überhaupt? Ich kann nicht mal wirklich irgendwas machen. Und was ist das für ein dummes Lied? No! Oh mein Gott, das war gerade erst die Hälfte. Warum mache ich die Tricks überhaupt? Gibt es einen Grund dafür, die Tricks zu machen? Ich glaube nicht wirklich, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Will man schneller, wenn man Tricks macht? Ich glaube auch nicht. Da ist gerade was passiert. Ich glaube, ich hasse dieses Spiel so ein bisschen. Wie kann das so lange gehen? Vor allem, ich weiß nicht mehr, warum ich die Tricks überhaupt machen sollte. Und warum läuft der komische Girly-Hip-Hop mit Autotune? Das ist auch, ich weiß nicht. Es ist alles sehr... Ich meine, ich weiß auch echt nicht, was ich erwartet habe, aber irgendwie dachte ich, es wäre wenigstens richtiges... nicht nur eine Minispielsammlung. So, wie viel Spiel ist das? Das ist Spiel Nummer 11. Das heißt, wir sind etwas über der Hälfte. Ich freue mich schon die ganze Zeit darauf, wenn wir Outrun 2 spielen. Das wird das Leben, sage ich euch. Vielleicht machen wir das. Was? Vielleicht machen wir das direkt danach. Wings Power! Mein Wings ist alle! Mein Wings ist leer! Was machen wir denn jetzt? Freigespielt, weiteres Outfit. Okay. Wie lange haben wir noch? 3 Minuten. Wie kann es noch 3 Minuten gehen? Oh Gott, ich will meinen Wings wechseln. Diesmal wählen wir den besten Wings. Die beste Wings. Tekna. Wenn ihr nicht zustimmt, dann legt ihr einfach nur falsch. Schau euch allein das glitzernde Outfit an. Errötende Flora. Hey Layla. Mit X auswählen und mit dem Cursor... wählen. Voll Cyber. Sie ist so Cyberspace. Oh ja, diese komischen Bösen. Ich muss jetzt das Zeug auswählen und herausfinden, wo es auf den Tisch gelegt wird. Oh mein Gott. Ist das euer Ernst für ein Minispiel? Oh mein Gott, ja, das ist richtig. War das schon wieder falsch? Was? Muss ich jetzt so machen, wie es gerade eben da lag?
Das ist falsch. Das kommt hier unten hin und das andere da oben. Ja. Yeah. Richtig. Wie können das noch 1,5 Minuten sein? Weiß oben, türkis unten. Richtig. Vorher muss man sich nur 2 Gegenstände merken, der Sack ist unten. Das ist das Einzige, was ich wissen muss. Nein, der Sack ist unten. Das andere Teil ist oben. Richtig, ja. Oh mein Gott! Okay. Nächste Runde. Diesmal wird's... Oh, jetzt wird's kompliziert. Wir müssen 4 Gegenstände merken. Pink ist da, Bücher waren da und das Teil war da. 30 Sekunden! Das war da und das war dann... wie komme ich da unten ran? Das war da, glaube ich. Ja, yeah, richtig. Oh! Eine Schande, dass die Zeit abgelaufen ist. Gott! Außer von Sackroy, 10 Monate. Resub, vielen lieben Dank. Eine absolute Schande. Spielen wir ein vernünftiges Spiel. Nämlich Outrun 2006. Worauf ich mich die ganze Zeit gefreut habe, denn ich spiele aktuell sehr viel Outrun 2 auf der Xbox und dementsprechend, ich bin bereit für den PSP-Port. Warte, wollten wir Outrun? Oh, ich habe Ridge Racer 2 auch. Was das? Nein, das war Wipeout. Bay Area? Das war's. Und wir werden natürlich mit Lead Nummer 6 fahren, falls es daran Zweifel gibt. Ich werde mal schauen, wir sollten den Run zu Ende bekommen können. Ich werde mein Bestes geben. Dafür habe ich geübt. Dafür habe ich geübt. Oh, und die Zeit sollte langsam laufen. Und ich habe die Musik ein bisschen lauter gemacht. Denn, es werden Hits. Spieldaten erstellen, ist mir egal. Memory Stick Duo nicht entfernen. Dafür haben wir uns geschunden, Rocky. Ist ja gut. Beenden. Warte, warte. Nein, kann ich jetzt anfangen? Ja, ist mir egal. Einfach fahren. Einzelspieler. Ich denke, ich werde Einzelspieler machen. Coast to Coast. Outrun-Modus. Herzinfarkt-Modus gegen die Zeit. Moment. Ich denke, wir machen den Outrun-Modus. Outrun 2, wir machen Outrun 2. Okay. Yes, das ist das richtige Auto. Automatisch. Nein. 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 Yes! Night World! Oder Night Flight. Okay, ich gebe mit... Ich verzeih, ich muss neu starten. Ich wusste nicht, wie ich Gas gebe. Herzinfarkt-Modus klingt einladend. Yeah. Okay, los geht's! Ja, wir schaffen das. Auch kein Rumble-Feature, das ist ungewohnt. Ich glaube, ich habe mehr Zeit als üblich. Warum ist da kein Auto? Oh, die Autos sind anders. Hier müsste jetzt erst der Bus spawnen. Windschatten. Oh, Windschatten gab es auch nicht in Outrun 2. Oh, das steuert sich sehr anders. Ich glaube, ich werde kein Rennen zu Ende bekommen. Aber prinzipiell geht es darum, dass man innerhalb von der gewissen Zeit von Abschnitt zu Abschnitt kommen muss. Gott, es fühlt sich aber so viel schneller an als der Xbox-Teil. Nein. Konkurrent. Ist nicht gut. Oh, oh.
Leicht? Ich will nicht nach links. Rechts ist der schwere Weg. Das ist der richtige Weg. Da sind ein paar Vögel. Oh, oh. Nein, nicht durch das Gras fahren. Man fährt wenige schwächer, wenn man durchs Gras fährt, als sind zwei. Oh mein Gott, was ist das? Oh Gott. Keine Sorge, wir bekommen das hin. Davor müssen wir driften bei der Kurve, sonst wird die ein bisschen kritisch. Wie drift ich? Mit Viereck? This is paradise and it's very nice. Das ist mein liebsten Lyrics. Die Farben sind auch ein bisschen anders. Ich bin erstaunt, dass es wirklich so schnell läuft. Die PSP-Version von dem Spiel scheint also schwer in Ordnung zu sein, soweit. Man hatte vor allem aber mehr Zeit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist das? Das bekommen wir hin, bekommen wir hin. Wir haben noch so viel Zeit übrig. Ist ja was? Wir fahren heute nach Griechenland. Wir versuchen das schwere Ending zu holen. Seid ihr davon? Die maximal schwere Route. Oh. Niemand wird mich aufhalten. Oh, mit dem Windschatten kann man seine Höchstgeschwindigkeit überschreiten. Wir haben noch super viel Zeit übrig. Das Problem ist nur, der Wüstenabschnitt ist ein bisschen schwer. Aber mal schauen, wie es laufen wird. Nein, geh weg! Konkurrent! Okay. Nein! Oh Gott. Okay. Wir sind noch im Spiel, okay? Vergesst es nicht. Ich weiß nicht, wie man die Kurve da vorne am besten nimmt, deswegen mache ich das, was ich immer mache. Und das ist abbremsen. Oh Gott. Ich habe zu viel abgebremst. Aber wenn wir bei 30 Sekunden vorne bei der Kurve sind, sind wir gut in der Zeit. Und wir sind bei über 30 Sekunden. Das heißt, wir sind sogar sehr gut in der Zeit. Es hauptsächlich daran liegt, dass man in dem Spiel mehr Zeit startet, aber dennoch. Okay, vorletzter Abschnitt auf der rechten Seite. Was war das vorletzte? Oh, das war der Geisterwald. Oh, Ghost Forest. Ghost Forest kann ich nicht gut. Da schlittert jemand zur Seite. Aber mal schauen, wie es laufen wird. Okay, Verlängerung. Ich bekomme ein paar Herz aus irgendwelchen Gründen. Ich glaube, Outrun 2. Nein! 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 Die Geschwindigkeit! Ich glaube, Outrun 2 ist mein liebstes Rennspiel fürs Protokoll. Ich mag es wirklich sehr. Auch wenn es nur sehr wenige Abschnitte gibt, die man fährt. Aber es fühlt sich einfach so gut an, das Spiel zu spielen. Ich sage es euch am Ende. Wenn man noch mit den letzten Sekunden dann eine Strecke das Ziel erreichen kann, das ist ein Adrenalinstoß. So, als hättet ihr den Dark Souls-Boss zum ersten Mal besiegt. Vorsicht, driften. Oh, oh. Okay, wir sind zu langsam. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Na, wir sind raus. Wir sind raus. Ich hab zu viel verkackt. Wir schaffen es nicht. Ah. Es hat nicht hingehauen. Es tut mir leid. Aber wir haben noch 4 Minuten. Das heißt, wir können noch ein bisschen Outrun-Action wagen. Natürlich will ich einen neuen Versuch machen. Der Geist soll aus Mario Kart DS. Passt. Er sieht ähnlich aus auf jeden Fall. Können wir nicht diesen Rest des Streams nur noch diesen Überraschungshit spielen? Nein. Ja, ich werde es nach dem Stream noch ein bisschen spielen auf der Xbox. Oh oh. Ah, es war nicht gut. Ich habe im Sand jetzt ein bisschen Geschwindigkeit verloren, aber. Wir gehen links entlang. Das ist einfach. Dann wiederum das Erste, wenn man nach links geht. Da sind super viele Autos. Finde ich wirklich ein bisschen schwerer, als den rechten Weg zu gehen. Bin fasziniert, wie auch wie das Spiel anders aussieht als die Xbox-Version so ein bisschen. Oh Gott, aber nicht viel. Im ersten Abschnitt ist man eigentlich schon... Man hat schon verloren, wenn man vom Gas runtergehen muss. Da hat man schon Fehlentscheidungen getroffen. Eigentlich ist man in Outrun 2 ist man erst bei 40 Sekunden hier am Ende. Das heißt, man ist ja definitiv ein bisschen im Vorteil. Auch weil die Motorgeräusche sind nur leider echt schlecht in dem Spiel. Das ist ein bisschen schade.
Oh Gott. Es ist generell interessant, wie man auch viel weniger gepunished wird, wenn man die Straße verlässt. Auf dem hohen Gras fährt oder so. Oder im niedrigen Gras, je nachdem. Ändert nicht viel. Oh Gott. So, auf jeden Fall, die Steuerung ist auf jeden Fall ein gutes Stück schwammiger als auf der Xbox. Das kann ich euch versprechen. Hier ein bisschen vom Gas runtergehen, das ist das Wichtige. Sonst werdet ihr nicht um die Kurve kommen. Und hier, auch ein bisschen vom Gas runter. Sonst wird das nicht gut gehen. Man kann hier, wenn es über die Brücke geht, wieder beschleunigen. Ich habe gestern in Outrun 2 zum ersten Mal alle Endings geholt fürs Protokoll. Das heißt, ich bin aktuell im Spiel drin. Und ich habe die ganze Zeit dieses Lied laufen lassen. Die anderen Lieder fühle ich nicht mal fast so sehr wie das. Die Möwen gibt es auch nicht in Outrun 2. Oh nein, es ist... Oh doch, es ist noch das Schloss. Wir haben nur noch 1 Minute 43. Oh Gott, ich hätte nicht rüberschauen sollen. Wir können das Schloss auf jeden Fall noch schaffen. Schade, dass wir keinen Run zu Ende bekommen haben, aber ich hätte nicht direkt mit schwer anfangen sollen. Das war ein bisschen sehr gewagt von meiner Seite aus. Aber ja, wenn ihr Outrun 2006 spielen wollt... Oh Gott. Die PSP-Version scheint schwer in Ordnung zu sein. Ich bin sehr erstaunt, wie gut sie einfach läuft. Auch wenn sie ein bisschen weniger gut steuert als die Xbox, aber... Nein. Gewisse Opfer muss man wohl eingehen, wenn man auf den Handheld wechselt. Was kommt da jetzt als nächstes, wenn man links entlang fährt? Oh yeah, das Cloudy Highlands. Aber das vergesse ich immer, das ist langweilig. Oh nein, wir haben nur noch 40 Sekunden. Wir haben nicht mehr viel Zeit übrig. Kontrollstelle. Kontrollstelle? Wie weit bringst du mich? Oh, 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 hier ist auch gefährlich, wenn man ein bisschen die Strecke verlässt, aber der Nebel scheint nicht wirklich ein Problem darzustellen für mich persönlich. Immer schön driften in den Kurven, wenn sie zu eng werden. Nein! Hier ist AMD-Werbung. Ja, ja, das Spiel spielt die letzten Tage. Oh. Nein! Nein! Können wir nicht noch eine Minute mehr machen? Ich will den Run zu Ende bringen. Komm schon, es fehlt noch eine Minute. Wir machen jetzt einen zu Ende, okay? Komm schon. Komm schon. Nein, los. Und wir müssen jetzt. Ich kann nicht anders. Wir haben noch so viel Zeit übrig. Schau euch das an. Wir sind jetzt in Holland. Was haltet ihr davon? Und das Vodafone? Wollt ihr nicht schon immer mal nach Holland? So ein exotisches Land. Keine Sorge, wir sind gleich am Ziel. Inkonsequenz, tut mir leid. Wir können nicht den Run einfach beenden. Ich kann nicht einfach aufgeben. Nur weil die Zeit sagt, ich muss aufgeben. Wir können nicht, versteht ihr? Ich will wenigstens einmal noch zu Ende fertig schaffen. Einmal im Leben will ich ein Gewinner sein. Versteht ihr das? Vorher ist nämlich eh schon das Ziel. Okay. Bumm. Geschafft. Fertig. Komm schon, es war nicht so viel länger. Ich brauche nur 10 Minuten, dann bin ich in Holland. Du lebst also quasi den Outrun-Lifestyle. So, was haben wir sonst noch Schönes? Crash Tag. Nein, ich habe so viele Rennspiele. Machen wir Loco Roco. Gut, es ist alles Loco Roco. Einfach 5 Minuten überzogen. Es war halt 1 Minute. Wissen wir, es war vielleicht 1 Minute 20, okay. Die Rokos sind komplett Loco. So, dann spielen wir nochmal ein Spiel für Säuglinge. Ich bin Mui Mui, Loco Rokos Freund.
So, Locorocos Gimmick ist, dass man die Spielwelt ein bisschen dreht und damit die Locorocos bewegt. Und wenn man mit den Schultertasten dreht man die Spielwelt und wenn man beide drückt, dann springt der kleine Locoroco. Und scheinbar will er fressen, um fett zu werden. Mein erstes PSP-Spiel, ich kann mir vorstellen, es war von vielen Leuten das erste PSP-Spiel. Es war das erste PSP, das war auch immer in der Werbung. Ich wollte es immer spielen, aber ich glaube, ich mag es nicht so sehr, wie ich es gerne mögen würde. Ich mag die Idee daran mehr als das Spiel selber. Halt die L-Taste und die R-Taste länger gedrückt. Das ist mein Plan. Dafür ist die Musik ein absoluter Hit. Oh ja, mit Kreis kann man sich klein machen zu mehreren kleinen Lokos. Halte die Kreistaste länger gedrückt. Hey! Aber sicher ist es ein charmantes Spiel, muss man fairerweise sagen. Auch wenn ich es nie so ganz gefühlt habe. Oh mein Gott, schau ich an, wie fett er wurde. Einfach so fett werden, dass man nur noch rollen kann. Das ist der Locoroco-Lifestyle. Finde deine Mui-Mui-Freunde und dann passiert etwas Tolles. Ah ja, man kann irgendwie sein eigenes Haus zusammenstellen. Das wird mit moderner Grafik auf der Switch. Es gibt die Locoroco-Teile auf der PS3 auch, also Ports davon. Und ich meine, an dem Punkt ist es, wenn du einfach nur die Auflösung erhöhst, hast du moderne Grafik, weil viel aufwendiger wird der Artstyle nicht. So ein fetter Loco. Oh nein, der Wind! Es ist schon ziemlich, es ist schon ein fröhliches Spiel. Der Wind formt ein Herz. Ich fühle das Spiel nicht. Ja, ich auch nicht so sehr. Ich will es mögen, aber ich mag es irgendwie nicht so. Ich mag, dass bis auf den Zähler oben keine Anzeigen so auf dem Bildschirm sind. Oh ja, stimmt. Ich denke, das Spiel braucht doch nicht so viele. Ich war mehr der Little Big Planet-Typ. Ja, versteht, was ich meine. Warum habt ihr euch getrennt? Aber das Level geschafft ist. Stage clear. Haben wir 20 von 20 Loco. Warte, ich habe so viel Zeug übersehen. Oh Gott. Ich bin nicht gut im Spiel, befürchte ich. Aber das ist ein absolut. Ich meine, wenn man über die PSP redet, muss man über Locoroco reden. Da bist du ja wieder. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht wirklich speichern. Ich will eigentlich nur das nächste Level starten. Diese Musik. Okay. Warum hüpft er die ganze Zeit? Hä? Okay, wahrscheinlich habe ich die Knöpfe nur dumm gedrückt. Was ist Patapon? Das ist was anderes als Locoroco, oder? Ich meinte den Kindergesang echt überhaupt nicht, aber warum magst du denn keinen Kindergesang? Das ist doch nur die beste Musik, die es da draußen gibt. Ich frage mich, ob man irgendwann auch durch einen Verdauungstrakt unterwegs ist. Mich erinnert das Spiel übrigens auch ein bisschen an World of Goo. Auch wenn World of Goo natürlich später kam, aber World of Goo auf der Wii. Das war ein Hit, sage ich euch. Dafür haben wir die Nintendo Online Core zusammengekratzt. Um genug zusammen zu bekommen, damit wir... World of Goo kaufen können. Aber World of Goo war mir immer ein bisschen zu schwer. Das war auch ein cooles Spiel. Patapon ist ein Rhythmusspiel, wo man mit Trommeln und eine kleine Armee von Patapons durch Level steuert. Mit Trommeln und ein Rhythmusspiel. Das sind viele Triggerworte, die hier gerade für mich ja ausgelöst wurden. Muimuis können überall gefunden werden. Heirate den Muimuis doch, wenn sie so toll sind. Sehr, dann lass mich in Ruhe mit deinen dummen Muimuis. Ich weiß immer noch nicht, was Invisimals ist.
frage mich, ob es ja mehrere Personen angemerkt haben oder nur die gleiche Person. Das hat nämlich vorhin auch schon jemand, der vor dem Stream angemerkt. Ich habe noch nie von dem Spiel gehört davor. So, ganz vorsichtig springen, mein Großer. Oh. Was ist das für ein Schlaf? Was ist das für ein Schlafmütze? Das ist ein AR-Spiel. Nein, Pokémon-Klon ist es nicht. Was ist ein AR-Spiel? Tut euch zusammen, Lokorokos. Wir haben nämlich das Hindernis überwunden. Das Spiel ist mir zu fröhlich, glaube ich. Ich glaube, das ist das, was mir daran nicht gefällt. Einfach zu fröhlich. Ja, so wabbelig. da sehe ich mich zu sehr in diesem Lokoroko. Nein! Wir haben es nicht geschafft. Wir haben den Mui Mui nicht erwischt. Augmented Reality, man hat dafür eine Kamera. Ist es das, was auch für PlayStation, Gott, PS3 Kamera gab? Wenn ja, dann weiß ich, was es ist. Wo man irgendwie Tiere dann so seltsam mit der Hand duschen muss und sowas. Klingt auf jeden Fall ziemlich fürchterlich. 18! Nein, das ist ein anderes? Okay. Noch 2,5 Minuten. Sagen, die Zeit vergeht nicht sonderlich schnell mit Lokoroko. Das iPad habe ich sogar hier. Natürlich ist es da los. Etwa wie Spectrops auf dem DS. Ich habe Spectrops nicht gespielt. Ich will mal den Retimer spielen. Hat der 3DS jemals was mit seinem AR angestellt? Nein. Ich glaube, abgesehen von dem vorinstallierten Zeug hat der 3DS nie was damit gemacht. Mit den AR-Karten, die es gab und... Oh, was machen wir hier? Geh in die Mitte. In die Mitte! Yes. Oh. Ich glaube, ich will da rechts rüber. Nein! Nein! Da rechts! Rechts hin! Nein! Komm schon! Nein! 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 Er hat mich im Stich gelassen! Er ist noch rübergesprungen, aber es war trotzdem nicht genug. Kühner, Kühner! Sehe ich schon, Leute sind hier große Invisimals-Fan. Ich vertraue dem Ganzen trotzdem nicht. Nein! Komm schon, wir müssen da hoch. Die ganze Steuerung ist einfach nur ein Gimmick. Okay. Ist hier sonst noch was? Ich habe den 3D-Effekt beim 3DS genutzt. Ich will ihn noch mehr nutzen, wenn ich einen New 3DS hätte, wo er auch tatsächlich funktioniert, wenn man sich für 3 mm den Kopf zur Seite neigt. Aber da das bei dem 3DS, den ich habe, nicht der Fall ist, nutze ich 3D kaum. Ich mache es immer wieder mal an. In Link Between Worlds war es zum Beispiel ganz cool. Ich mag dieses Level nicht. Wie lange haben wir noch? Noch 10 Sekunden. Ja, ich muss sagen, jetzt wo ich es hier spiele, mache ich Lokoroko noch weniger als der damals. Ist nicht so aufregend. Smash-Trophäen in 3D anschauen. Das wäre das Leben. Was haben wir sonst noch Schönes? Wie wäre es mit Prinny? Can I really be the hero? Davon hat Keggy mal erzählt, weil er ist irgendwie...
Sag mal, Spiele, die wir nicht durchspielen konnten oder so. Dann dachte ich mir, das klingt ziemlich cool. Ich glaube, man hat 1000 Leben in dem Spiel und muss dann das Spiel durchspielen. Das klang ja mal ziemlich cool. Das sah auch ziemlich cool aus. Ist halt nur, weil es ein PSP-Spiel ist, ist ein bisschen ungünstig zu spielen. Hell's Finest? Na, wir machen das. Wir machen Standard. Ich meine, es sieht auch wieder wirklich schick aus. Demo-Skip. Wir sagen die ganze Zeit, Dude, was Lustiges. Okay, mit 4 kann ich zuschlagen. Und ich habe einen Doppelsprung. Und da ist eine Menge Pudding, den wir wollen. Haben wir noch ein paar andere Tipps, aber ich benötige keine Tipps. Oh, Prindy gibt es inzwischen auf Steam. Schau ich den Hintergrund an. Sieht wirklich cool aus. Ich hab jetzt eh PlayStation TV, also brauche ich das nicht wirklich. Kann ich da bitte rüberspringen? Prinny. Dankeschön. So, bekommen wir auch ein paar Gegner. Okay. Ich muss runter und A drücken, um eine Stampfattacke zu machen. Das ist ein böser Apfel! Yeah! Du musst es essen, mein Alter. Da ist Mais. Aber ich habe unendlich Leben. Die unendlich Leben liegen wahrscheinlich daran, dass ich den Standard-Modus gewählt habe. Ich schätze, die 1000 Leben hat man bei dem Hell-Modus. Wenn ich einfach mal raten müsste. Was bringt das eigentlich? Es bringt bestimmt irgendwas, aber ich weiß nicht was. Ich meine, ich hätte jetzt auch die 1000 Leben nehmen können, aber ich habe so die Vermutung, dass wir nicht dazu kommen, sie voll auszureizen. Okay, Prindy kam auf der Switch raus, nicht auf Steam. Also auf einer weiteren Baby-Konsole. Au! Ich muss sagen, es steuert sich echt nicht gut. Ich bin kein Fan davon. Die Sache ist, wenn man irgendwie mal springt, seht ihr, auch wenn man sich umdreht, der hat einfach so Momentum im Sprung, dass man nicht wirklich die Richtung ändern kann. Ich habe das Gefühl, das macht Plattforming-Segmente echt anstrengend. Ich habe eine Bombe gerade besiegt. Die sind absichtlich so ungeschickt. Ist mir schon klar, dass sie nicht versehentlich die Steuerung verkackt haben. Das ändert nicht viel daran. Dann wiederum. Weiß nicht sicher, ob ich das akzeptieren will. Den Punkt mit die Steuerung ist. Das ist schon der Sinn dahinter, dass es sich schlecht steuert. Ich weiß nicht. Kein Fan davon auf jeden Fall. Oh mein Gott. Vor allem ist es halt so. So funktioniert das in anderen Spielen nicht. Aber gut. Passiert hier eigentlich jetzt auch noch was, oder? Ich muss auch sagen, das Spiel ist bisher auch nicht so aufregend, wie ich dachte. Aber vielleicht sind die Bosskämpfe das, was man sehen will. Ist das die Hölle? Yeah. Ready? Oh, das ist jetzt das erste richtige Level, nehme ich an. Oh, das ist erst der Bosskampf. Komm so runter? Nein? Warum hat er Millionen Leben? Okay. Ich vermute, ich übersehe irgendwas. Ich muss sagen, das ist echt nicht so aufregend. Okay, ich werde ihn wahrscheinlich so besiegen müssen. Ist er jetzt auch noch was oder hat er einfach nur 3 Millionen Leben?
Das ist ja echt aufregend. Tipp lesen oder so vielleicht. Stun den Boss, wenn ich ihn, um ihn verwundbar zu machen. Okay. Das da oben ist die Stunbar. Ich dachte schon, dass ich das wegbekommen muss. Ja, das, das wird ein bisschen dauern, habe ich das Gefühl. Yep. Das wird ein bisschen dauern. Warum hat er so viele Leben? Er macht nicht mal irgendwas. Oh, jetzt macht er was anderes. Okay, das bekommen wir hin. Hast du gut gelesen? Was habe ich gut gelesen? Was ist denn? Ich soll Hip-Hounds verwenden. Wie soll ich denn diesen Angriff auf ihn machen? Ich dachte, da stand irgendwas. Ich dachte, da stand Hit-Points fürs Protokoll. Oh, okay. Ich meine, ja, das, okay, man muss fairerweise sagen, es erleichtert die Sache ungemein. Mein Fehler. Ach. Ich mag es trotzdem wirklich nicht. Ich schätze, wir haben ihn besiegt. Ja. Yeah. Okay, das hat die Sache ungemein erleichtert. Das Spiel heißt Prinny, Can I Really Be the Hero? Viele Leute mögen es. Ich denke, es ist ein ganz nettes Spiel, aber ich weiß nicht. Ich denke, es wäre okay, wenn ich meine, wenn das Plattforming sich nicht so schlecht anfühlen würde. Oh mein Gott, komm schon. 10 Stunden übrig. Oh, jetzt habe ich die 1000 Leben. Jetzt müssen wir das Spiel mit 1000 Leben bestehen. Oh Gott, es gibt so viele Level zu wählen. Machen wir, ich will in den Dämonensee. Zum Dämonensee. Level an sich sollten sowieso nur relativ Zeitverschwendung sein. In Vorbereitung auf den tatsächlichen Bosskampf. Was bringt das zu essen? So, böser Apfelmann. Bin ich echt nicht überzeugt davon, wie sich das Spiel spielt. Ich weiß nicht ganz warum, aber irgendwas daran fühlt sich echt nicht gut an. Besser gesagt, nichts daran fühlt sich gut an. Fühlt sich alles so schwach an und dann nicht wirklich die Kontrolle über seinen Charakter. Nee. Ich weiß ja nicht. €60 für ein PSP-Game. Kannst auch fragen, ob sie jemand schenken will. Also gerade, ich scheitere jetzt daran, auf den Teppich zu springen. Schenkst du es mir? Ich habe das Spiel nicht. Okay. Soweit so gut. Soweit so gut. Komm her, Teppich zurück. Herr Teppich! Komm zurück! Brauch dich jetzt! Oh mein Gott, wenn man gerade nach oben springt, kann man auch nicht irgendwie zur Seite springen oder sowas. Man kann entweder nur zur Seite springen oder geradeaus. Aber man kann. Beziehungsweise, oder einfach nur gerade. Man kann aber nicht wirklich irgendwas in irgendeiner Form die Richtung wechseln.
Okay. Wir haben es uns auf jeden Fall angeschaut. Es sieht cool aus, aber warum spielt es sich nervig? Warum haben sie das Plattforming nervig gemacht? Spielen wir Crash Tag Team Racing. Das mögen Leute doch. Oder nicht? Oder seid jetzt auf einmal die Crash Tag Team Racing Hasser geworden? Ich wusste nicht, dass es Leute, die Spiele auf einmal hassen. Niemand hat was dazu geschrieben. Also, ich will mir irgendwann Crash Nitro Kart, ich glaube das Remake holen. Ich bin M. Irgendwann will ich mir das Remake von der Crash Nitro Kart holen, weil es super cool aussieht. Okay, Newbie. To walk or run, simply move the analog stick or directional buttons in the direction. Seht ihr, dass das ein Rennspiel ist? Sind wir uns da sicher? Ich kann nämlich schwören, dass einfach nur. Ist das nicht Crash Team Racing? Hä? Aber, oh Gott, die Charaktere sind so nervig. Oh, was ist das hier gerade? Hä, was soll das denn? Aber okay. Das ist Crash Team Racing. Ich weiß nicht, was ich mir sonst vorgestellt habe. No kidding! Press the directional buttons to edge shimmy left and right. Press the X button to move off the edge. Try it. Hit the bomb! Yeah, okay. Was soll das? Oh, this place is a. Ja, oh. Die Plattform ist eingestürzt. Ist das jetzt Jump'n'Run oder ein Kart? Warum ist hier ein Jump'n'Run, wenn ich. Was soll dieses Spin-off, wenn ich jetzt ein Jump'n'Run spiele? Was soll das? So mag ich meine Racer. Ich denke, ich will hier. Kann ich hier vorne jetzt? Ich glaube, ich kann vielleicht gleich losfahren. Mit etwas Glück. Oh Gott, die Framerate. Okay. Wir müssen. Habe ich das da jetzt mitgenommen? Yeah. Warum. Ich gehe jetzt mal nach Mystery Land. Und schau, ob ich fahren kann, okay? Crash can perform special tasks around the world and unlock new vehicles. Er kann neue Fahrzeuge freischalten. Mir würde es schon reichen, wenn ich überhaupt eins hätte. Stein, geh rein. Okay. Jetzt kann ich doch fahren, oder? Oh ja, das ist ein bisschen. Stimmt, es gibt ein paar Nuts and Balls Vibes von sich. Some new threads, baby. When you come across a person with a shirt icon above their head, it means they have an outfit for sale. Press the triangle button to talk. Was ist dieses Spiel? Kann ich hier ein Rennen fahren? Tiki Turbo Race. Ja. Ist mir egal, lass mich einfach ein Rennen machen. Ich spiele Cortex. Ja. Wenn sie halt auch nicht die ganze Zeit so viel reden würden, aber das ist. Nach 4 Minuten. Fast die Hälfte der Zeit ist vorbei und wir haben bereits ein Rennen gefunden in unserem Crash Team Racing.
on maneuvering your vehicle, use the analog stick or directional button. Okay. Go ahead. You'll be bloated with control. Könnt ihr bitte auch mal die Schnauze halten? Oh man, this is the Coolio, baby. Two vehicles can merge together during a race. While close to another vehicle. Your chassis or mine? Coming through. Too scared to come ride with me? Und ich steuere jetzt eine Kanone. Warum? Ich wollte eigentlich das Spiel spielen. Kann ich auch wieder rausgehen? Ich kann einfach mit jedem beliebig verschmelzen. Nein, mit ihm wieder. Ich kann auch die Waffe wechseln. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass das im Koop-Modus ganz nett ist, aber... Was mache ich hier überhaupt? Ich schieße da mal weiter. Schätze ich. Ich glaube, ich will wieder selber fahren. Hey Sports Fan, let me introduce you to the joys of power sliding. You can use it to corner better around sharp turns. Power sliding. Ich bin so verwirrt, was dieses Spiel angeht. Pretty nifty, huh? Ich denke, man kann durchaus sagen, dass es kein typischer Fun Racer ist. Hey, hey! After collecting a weapon, kann ich mich mal in Ruhe lassen? Press the circle button to use it. Now play safe, punk. Ich weiß nicht, was irgendwas davon soll. So, auf jeden Fall, ja, ich würde auch sagen, es ist mehr Racer als Fun, soweit. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist, es ist irgendwie eine Reizüberflutung in jeder Hinsicht. Man kann keine drei Meter laufen, ohne dass irgendeiner von diesen coolen, lustigen Hühnern einen irgendwas erzählt. Und dann kann man das Rennen normal fahren, man kann mit irgendeinem Auto verschmelzen, dann kann man ein bisschen die anderen kaputt schießen, aber wenn man das Rennen, wenn man vielleicht das Rennen nicht fahren will in seinem Crash Team Racing. Und da ist ein Affe mit Dynamit, warum ist da ein Affe mit Sprengstoff? Es ist... Oh Gott, okay. Gehen wir einfach weiter. Vielleicht finden wir noch eine zweite Strecke. Vor allem, wenn man jetzt selber entlang fährt, ist es eigentlich echt gar nicht mal so aufregend. Muss ich sagen. Ich meine, liegt vielleicht daran, dass ich auf leicht spiele, aber... Ein Highlight ist das soweit auf jeden Fall nicht. Der gute Name von Crash hat Besseres verdient. Ich weiß nicht, was der blaue Balken da unten bedeutet. Wahrscheinlich bedeutet das, dass ich irgendwie Nitro einsetzen kann. Die Strecke ist immer noch optisch ansprechend. Sie ist okay. Bisschen sehr kotzgrün. Power crystals are hidden around the world and several of them may be needed to access important landmarks. Ich hasse es, dass der Ladebildschirm mit dem Rübs-Soundeffekt endet. Oh Gott, das ist absolut fürchterlich. Ich dachte, es wird ein netter Kart Racer, den wir ein bisschen spielen, aber oh mein Gott, dieses Spiel. Ich habe kein Yu-Gi-Oh! Spiel. Da kann ich euch versichern. Denn wir haben nur 10 Minuten Zeit. Willst du vor allem nicht, dass du gerübst hast? Zu 30% ja. Hat die PSP nicht auch ein Little Big Planet Teil? Ich glaube, das ist ein Port von Teil 1 nur. Verschmelzen wir. Warum kann ich eigentlich nicht fahren, wenn man verschmolzen ist mal? Warum muss ich dann immer... Aber wir können auch swappen. Das will ich auch hoffen. Das heißt, das erleichtert die Sache ungemein, wenn man einfach sein Geschütz dabei hat.
Gibt's einen Grund, nicht so zu fahren? Warum startet man dann nicht gleich mit diesen zwei Autos? Ich meine, es gibt nicht wirklich einen Grund, das nicht zu machen, oder? Man ist einfach nur stärker. Oder übersehe ich was? Oh, mit Kreis macht man einen Speedboost. Warum erklärt ihr mir das alles erst im zweiten Rennen? Das ist quasi Double Dash, ja. Nur hat man unendlich Munition, wenn man in diesem Modus ist. Okay, fürchterlich. Ich verstehe das Spiel auf keiner einzigen Ebene. Es macht so viel auf einmal, aber es wirkt nicht so, als ob es irgendwas davon gut macht. Es war seltsam. Es war eine Erfahrung, würde ich sagen. Okay, wisst ihr was? Machen wir direkt weiter mit einem Spiel, wo ich sehr gespannt war, als ich es gesehen habe, dass es auf der PSP existiert. Und zwar, es existiert ein PSP-Port von King Kong, dem offiziellen Spiel zum Film. Und wie ihr natürlich wisst, war das King Kong-Spiel ziemlich gut auf PS2 oder GameCube oder Xbox 360. Und dementsprechend schauen wir es uns an. Dieses Spiel war dafür verantwortlich, dass Raving Rabbids verschoben wurde. Wir haben doch noch zwei Reservemagazine, es ist genau dieses Spiel. Ja, es ist von Universal, lass mich doch in Ruhe. Wingnut Films. Ah ja, okay. Deutsch. So, fortsetzen, Start drücken. Ich glaube, wir werden noch nicht allzu viel machen können, aber... Ja, das ist einfach, sieht einfach aus, wäre es der reguläre Teil. Wo man wieder sagen muss, PSP-grafisch absolut beeindruckend. Endlich mal ein gutes Spiel. Was? Okay, pass auf. Nur weil du das Spiel nicht kennst, weil du ein Baby bist und den Release nicht mitbekommen hast, heißt es nicht, dass das ein schlechtes Spiel ist. Denn jeder, der das Spiel kennt, weiß, dass es ist ein gutes Spiel. Aber wie drehe ich mich? Oh, die Steuerung ist seltsam. Pass auf. Den rechten Stick haben sie mit den Face-Buttons ersetzt. Also mit der Viereck drehe ich mich nach links zum Beispiel. Ist ein bisschen ungewohnt, aber... Schau ich an, wie das Spiel aussieht. Sieht ziemlich gut aus. Ich habe den Film nie gesehen, aber ich habe mir gut vorgestellt, dass das Spiel besser als der Film ist. Schon. Schieß. Haben wir da ein paar... Nein. Oh oh. Ich muss nachladen. Dann lad nach! Oh oh, ich weiß nicht, wie ich nachlade. Wie prüfe ich meine Reservemagazine? Es ist okay, ich habe genug Magazine. Es ist okay, ich habe genug Magazine. Es ist okay, ich habe genug. Es ist okay, ich habe genug Magazine. Oh oh. Ich glaube, das Spiel ist aber generell anders als die großen Versionen. Es kommt mir soweit nicht bekannt vor, dass man direkt zu Beginn schon gegen die Krabben kämpft. Oh oh. Es ist okay, ich habe genug Magazine. Es ist okay, ich habe genug Magazine. Ich mag die Entscheidung, dass sie darauf... das kommt mir bekannt vor. Da kommt jetzt gleich die große Krabbe da unten. Aber ich mag die Entscheidung, dass sie sich dagegen entschieden haben, eine Munitionsanzeige zu machen. Stattdessen hat man... Es ist okay, ich habe genug Magazine. Es fehlt noch auf dem Boot an. Ja, das habe ich geskippt. Ja, doch, das ist das Original. Das kommt mir sehr bekannt vor. Gleich kommen die bösen Krabben. Dann muss ich dafür erst versuchen, das zu drehen. Okay, ich habe genug Magazine. Das ist okay, ich habe genug Magazine. Oh, hier fehlen die anderen Charaktere, glaube ich. Ich glaube, das ist der Fehler. Oh. Ah, Gott, nein. Es ist steuerungstechnisch ein bisschen schwierig zu spielen, muss ich gestehen. Aber ist okay, ich habe genug Magazine. Okay, ich habe genug Magazine. Oh oh, da kommen noch mehr. Ja, hier sind ja noch andere Leute, die ganze Zeit da noch reden und sowas. Und einem erklären, warum man was macht.
Ja, das Gefühl dafür war die PSP da nicht stark genug, um noch diese mehr Polygone aufs Bild zu bringen. Komm schon. Ja. Geh weg, Krabbe! Das herkommt, gibt's noch mehr. Oh, da ist die große Krabbe. Wie viele Magazine? Ich habe genug Magazine. Ist okay. Er hat genug Magazine. Oh oh. Oh! Oh! Oh Gott! Oh, dieser Gesang, wenn man geschwächt ist. Wie viele Magazine? Das ist okay, ich habe genug Magazine. Muss bald nachladen. Komm schon. Ich glaube, ich habe ihn fest bekommen. Kann sich nicht mehr bewegen. Das ist okay, ich habe genug Magazine. Das ist okay, ich habe genug Magazine. Das ist okay, ich habe genug Magazine. Ich meine, an sich scheint der Port technisch scheint ja sehr viel besser zu sein, als man erwarten würde. Aber ich weiß nicht, ob die PSP wirklich bereit war für dieses Spiel. Ich habe das Gefühl, die Steuerung ist technisch doch etwas sehr limitiert. Können wir das jetzt drehen? Außerdem von Havel die Bockwurst, 28 Monate, Resub, vielen lieben Dank. Oh, noch eine Menge andere, die ich gesehen habe im Laufe der Zeit. Yep, und jetzt drehen wir hier ein bisschen. Oh, das haben eigentlich die anderen gedreht, während man gekämpft hat, fällt mir gerade auf, wenn man die Konsolenversion gespielt hat. Kamera drehst mit Viereck, nein, man dreht die Kamera mit den Face-Buttons, also pass auf. Der rechte Stick funktioniert nicht, deswegen... Steht ihr? Und das macht es ein bisschen schwierig, in einem First-Person-Shooter vernünftig umzugehen. Ich denke, man kann so halbwegs reinkommen, aber... Vor allem dadurch, dass man auch kein Fadenkreuz in dem Spiel hat, ist das ein bisschen schwer. N64-Style? Nein, im N64 hast du... Man, dann zielt man mit dem Stick üblicherweise. Na, wir haben es bestimmt noch, weil ich immer mit den C-Buttons dann zieht. Damals wusste ja keiner, wie man sowas zur Steuerung macht. Zwei Reservemagazine. Zwei Reservemagazine. Zwei Reservemagazine. Zwei Reservemagazine. Jemand Ärger mit mir? Ich will immer den rechten Stick drücken, verwenden. Zwei Reservemagazine. Mach auf! Oh ja, man kann auch im Nahkampf einfach den Knochen zustechen, bis er dann irgendwann kaputt geht. Genau das. Haltet euch fern, ihr wisst nicht, wie viel Reservemagazin ich noch übrig habe. Geh weg. Später kämpft man auch gegen Dinos übrigens. Und was im Spiel super cool ist, es gibt Stellen, wo man King Kong spielt und da kämpft man dann auch gegen irgendeinen T-Rex und sowas. Das ist super cool. Ein Reservemagazin. Ein Reservemagazin. mehr Magazine als in der Arztpraxis. Jetzt nicht mehr. Ich habe leider nur noch ein Reservemagazin. Ja, das T-Rex muss auseinanderreißen, das Quicktime-Event. Das war der gute Stoff. Ich spiele die Spiele über PlayStation TV, was quasi eine kleine Konsolenversion der PlayStation Vita war. Und wenn man die hackt, kann man PSP-Spiele darauf spielen, was ziemlich cool ist. Und dementsprechend funktioniert der PSP-Emulator. PS4-Controller. Ich war verwirrt, es ist kein PSP-Emulator. Ihr versteht schon, ich meine Controller. Ich hätte gerne das Computerbild-Spiele-Magazin. Ich habe 30 Computerbild-Spiele-Discs da oder so. Ah, keine Szenen aus dem Film zeigen, bitte. Ich möchte nicht speichern. Denn ich habe das Gefühl, das ist nicht die Version des Spiels, die ich in Zukunft vorhabe zu spielen.
Oh, die Speere sind super stark. Oh Gott, aber hier sind... Ah! Die Speere sind stark, habe ich gesagt, okay. Das habe ich nicht nur so gesagt. Oh, die Dinos sehen übel aus. Warte, was ist der von da unten, der wieder losgeflogen ist? Aus welchem Set habe ich mein Rainbow Mewtwo gezogen? Das war... Oh Gott, es war das Shiny Set aus Sonne und Mond. Es war nicht glänzendes Schicksal. Wie hieß das Shiny Set aus Sonne und Mond, Chat? Oh, die Poppins. Was bist du überhaupt für einer? Geh weg. Shit. Die Dinos kommen erst ein bisschen... Ich meine, da war einer gerade. Ich würde sagen, die kommen jetzt ein bisschen später, aber wir hatten da einen. Ich denke übrigens wirklich, dass das Spiel gut ist. Seht ihr das, was man mit dem Speer und sowas machen kann? Ich denke, es ist ein cooles Spiel. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann solltet ihr dem Spiel eine Chance geben. Das wird euch vielleicht positiv überraschen. Und ja, PSP-Port, interessant, aber... Gibt viele andere Versionen. Es gibt eine Xbox 360-Version. Es war so das erste Spiel, welches für alle Plattformen rauskam, wo einer von die Xbox 360 war, weil sie gerade neu war. Aber wir haben nicht mehr so viele Spiele übrig. Los geht's. MotorStorm hat als... Hat als eine PSP-Reihe angefangen, was ich absolut nicht wusste. Ich dachte, MotorStorm hat auf der PS3 angefangen. Das SpongeBob-Spiel hatten wir schon, es war fürchterlich. Und ja, MotorStorm Apokalypse auf der PS3. Das ist so ein cooles Spiel. Soll ich mir wiederholen? Oh, so ein gutes Spiel. Die anderen Teile, keine Ahnung. Es hat auf der PS3 angefangen. Oh, hat das? Okay. Es gibt auf jeden Fall zwei PSP-Teile. Ich dachte, die wären vor den PS3-Teilen gekommen. Ich will den spielen. PSP-Teil ist ein Spin-Off. Verstehe. Festival? Das Arctic Edge Festival. So was, gib mir einfach Nein, ich will mit dem fahren. Oh Gott. Hätte Subakugan schon? Nein, aber ich will es eigentlich auch nicht wirklich spielen. Dann wären nicht so viele Spiele übrig. Jetzt fahren wir mal ein richtiges Rennspiel. Ich habe das Gefühl, die Gegner werden schneller sein als ich. Frag mich nicht, wie ich darauf komme. Ich weiß auch nicht, wie ich meinen Boost auflade, aber... Ich muss sagen, es ist mutig von den Quadfahrern, dass sie mitfahren, während der ein LKW am Rennen teilnimmt. Gott, die Musik. Bakugan ist Spiel Nummer 20. Nein, können wir. Position 9 von 10. Warte, ist irgendjemand hinter mir? Wie kann jemand hinter mir sein? Das Coole an dem Spiel ist auf jeden Fall, dass man super viele verschiedene Wege gehen kann. Und ich würde immer noch, wenn ihr eine PS3 habt, ich würde unglaublich MotorStorm Apokalypse empfehlen. Ist einfach ein Rennspiel, bei dem jede Runde, die man zurücklegt, mehr und mehr von irgendwas aus der Strecke zusammenbricht. Ganze Hochhäuser und sowas. Das ist super cool. Und es ist super schnell. Im Vergleich zu dem hier gerade. Es könnte auch daran liegen, dass ich mit dem fucking Müllwagen unterwegs bin. Das ist kein Müllwagen. Ist okay. Aus dem Fahrzeug aus der Kiesgrube. Aus dem Weg! Ich glaube, die sind tot. Scheiße, Mann. Du hast sie umgebracht. Scheiße, Mann, das wollte ich nicht. Ich weiß übrigens nicht, wie ich meinen Boost auffülle. Nein! Oh Gott. Vorsichtig. Aber ja, ich muss sagen, spielt sich ganz gut, aber spielt sich schon ein gutes Stück langweiliger als Outrun. Ich würde Outrun empfehlen.
muss ich ehrlich gestehen. Vor allem ist ja auch kein Gegner mehr zu sehen irgendwo. Aber ist okay. Wir sind gerade erst in Runde 2 von 3. Outrun-Fanboy. Hey, wenn du Outrun 2 gespielt hast, dann würdest du es verstehen, warum. Oder Outrun 2006. Ich hoffe, sie bringen auch mal einen neuen Teil. Nein, ist nicht ausgeschlossen. Sie haben Monkey Ball wieder zurückgebracht. Oh, ich hätte rechts entlang fahren können. Ich meine, wer den alten Affenball zurückbringt, der kann auch Outrun zurückbringen. Sega bringt generell aktuell super viele alte Franchises zurück. So ja, warum nicht Outrun? Hä? Stimmt damit nicht. Weil sie wahrscheinlich nur ein Remake machen würden. Keinen richtigen neuen Teil. Diese Musik stört mich sehr. Übrigens. Ich habe das Gefühl, die Musik ist nicht gut gealtert. Es war Musik, die bestimmt damals zur Zeit, als das Spiel rauskam, populär war. Aber diese Zeiten sind Gott sei Dank lange vorbei. Jetzt kommt es mir doch sehr befremdlich vor. Nach Monkey Ball haben Leute ja gefragt. Ich glaube, es ist eine Person, die nach Outrun fragt. Das stimmt nicht. Outrun ist ziemlich populär. Fortfahren. Oh Gott, diese Musik. Ist nicht so, als ob ich der Einzige bin, der das Spiel spielt. Es war nur vor unserer Zeit, größtenteils. Eisbrecher Pipeline-Jagd. Jetzt werden wir ein Bike fahren. Musik klingt so nach 2008, 2011 vom Style her. Yep. Ich weiß, dass das von Monkey Ball quasi so ein Best-of-Remaster ist. Oh Gott. Oh, das ist... Was ist mit der Musik in diesem Spiel? Oh Gott, und hier sind überall die Trucks unter... Nein! Ich will nicht gegen Trucks fahren! Oh Gott! Nein! Nein! Okay, wir sind noch zurück. Wir sind noch im Spiel. Ist das lizenzierte Musik? Oh Gott, das ist lizenzierte Musik, oder? Nein! Jetzt fühlt sich das Spiel gleich so viel besser an ohne Musik. Oh mein Gott! Warum... Ach Gott, ich wusste... Ich wollte ganz sagen, warum sagt mir das hier? Oder ich denke, das Lied von gerade eben... So eine Scheiße, die niemand kennt. Vielleicht kann ich damit noch ungeschoren davonkommen. Mach mir nicht Sorgen wegen Twitch. Ich will nicht, dass die YouTube-Aufzeichnung geclaimed wird. Auf Twitch sind das Lieder, die fucking egal sind. Das System wird für ein Lied, das irgendwann mal... Keine Ahnung, irgendwann vor 20 Jahren mal jemand vielleicht, der gehört hat, vor 10 Jahren. Das ist Twitch niemand mehr kennt. Das ist Twitch relativ egal, aber auf YouTube... Die haben ihre Spürnasen im Algorithmus drin, die das direkt finden. Ja, jetzt fühlt sich das Spiel einfach komplett leer an. Aber ich muss auch sagen, ich fühle es auch generell nicht so sehr. Leider, Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt leider, das ist super wichtig. Dass man sowas regulieren kann, das ist super wichtig für eine Plattform, um zu wachsen. Ansonsten wird es immer wieder zu irgendwelchen katastrophalen Problemen kommen. Das Lied hat XQC heute im Stream noch im Hintergrund gehabt. Ich wusste, dass Streams laut und anstrengend sind, aber es ist einfach nur zu viel des Guten. Aber das Spiel ist so leer ohne Musik. Wie lange haben wir noch? 2 Minuten? Einfach den Algorithmus austribbeln. Ich versuche das Zeug zu meiden. Das funktioniert üblicherweise ganz gut. Ja, Gott. Kannst du ein Wheelie machen? Klar. Oder? Oh oh. Oh oh. Ich wollte den Rückwärtssalto machen.
Man kann kein Wheelie machen im Spiel. Das ist so enttäuschend. Ich wollte den Rückwärtssalto machen, aber irgendwie... Er hat nur den Anfang gemacht und hat er aufgegeben. Hat er gesagt, na, keine Lust drauf. Und dann dachte ich mir, was ist jetzt? Oh, die Matsch-Soundeffekte sind sehr authentisch. Ich fühle mich für diesen Toten und so verantwortlich. Spielt keine Rolle, ich bin immer noch Erster. Und das Spiel ist ehrlich gesagt immer noch nicht allzu aufregend. Wobei ich aber immer noch irgendwas machen könnte, damit ich einen Boost bekomme, aber ich weiß nicht ganz was. Aber es spielt sich nicht so aufregend. Vor allem ändern sich die Strecken nicht. Ich mochte Motorstorm Apokalypse eigentlich nur, weil alles in sich zusammengebrochen ist. Und ich habe mehr Zeug freigeschaltet. Außer Pink Fluffy, 32 Monate. Resub, vielen lieben Dank. Was haben wir jetzt für Autos zur Auswahl? Eins. Na dann wählen wir wohl das. Dann haben wir noch das Auto abgehakt. Und dann gehen wir zu Spiel 18. Oh oh. Oh oh. Und wir haben da noch drei Spiele vor uns. Nur noch drei weitere Spiele. Oh mein Gott, diese Kettenfahrzeuge sind so cool. Ich würde viel lieber eins von denen. Nein! Hör auf mich einzuquetschen. Ich würde viel lieber eins von denen fahren. Ich meine, wenn man sowas zur Auswahl hat, warum würde man irgendein Auto fahren wollen? Oh oh. Das Beste kommt zum Schluss. Nein, wir haben schon Outrun und Ratchet & Clank gespielt. Ja, wir müssen schauen, wie viele Spiele ich überhaupt noch insgesamt habe. Und jetzt habe ich... Oh, ich kann die ganze Zeit boosten. Der Boost muss nur abkühlen. Ich dachte, ich muss irgendwas machen, um den Boost zu bekommen. Oh, jetzt, wo ich den Boost verstanden habe. Oh ja, machen wir Sonic Rival als nächstes. Oh Gott. Sonic Rival habe ich mir kurz angeschaut, um zu testen, ob das mit der PSTV alles funktioniert und sowas. Und ich fand es sehr übel. Ich fand es sehr übel. Ich fürchte, es ist Sonic Rivals 1. Wir haben ja gesehen, wie er euch das Okay-Zeichen gegeben hat. Der alte Sonic. Story, schätze ich. Ich will Sonic spielen. Forest Falls Zone, Akt 1. Und so ist die Story rübergebracht. Sie haben sich echt viel Mühe gegeben. Und los geht's! Es ist irgendwie ein Racer. Aber ich hab nur das Gefühl, dass es mir unmöglich ist zu erkennen, was irgendwie vor einem alles lauert. Und man ist generell auch... Oh Gott, man hat auch super verzögerte Steuerung irgendwie. Es ist echt... Was passiert jetzt überhaupt? Ich dachte zuerst, dass das Spiel echt cool sein könnte, aber es ist echt... Es ist echt scheiße. Man kann es nicht anders sagen. Oh Gott. Ja! Oh mein Gott, wir liegen vorn. Nein! Warum macht ihr überhaupt immer irgendwelche Superangriffe? Es ist echt ein Problem, dass Sonic erst ungefähr eine halbe Sekunde später drückt, als man X drückt. Er springt, als man X drückt. Ist das im eigentlichen Spiel auch so? Oder ist das irgendwie ein PlayStation-TV-Fehler oder sowas? Oh yes, wir haben ihn überholt. Ist nur nicht stehen bleiben, Sonic. Warum kann man nicht sehen, wo man hingeht? Warum bin ich ein Eiswürfel? Warum hat er mich jetzt überholt? Oh mein Gott. Hätte ich rüberspringen sollen. Warum weiß ich auch nicht ganz, wie ich überhaupt
Kann ich irgendwie auch einen Vorsprung ausbauen oder so? Ich glaube, das Spiel hat so viel Rubberbanding, dass es egal ist. Ich habe wirklich keine Ahnung. Es ist nur sehr schwer, irgendwas zu erkennen, was irgendwie auch nur... Wie kann er mich jetzt überholt haben? Ich kann... Oh Mann, gibt es Items in dem Spiel, mit denen man Gegner einfrieren kann? Ist das eine Sache? Fände es auch recht cool, wenn das Spiel Soundeffekte hätte. Aber keine Sorge, es gibt ein Sequel zu diesem Spiel. Sonic hat gewonnen. Sonic hat gewonnen. C-Rang. Glückwunsch, ich habe die Crabmeat-Karte freigeschaltet. Ich will übrigens noch nicht ausschließen, dass Sonic oder Sonic Rivals, wie auch immer es heißt, 2 besser ist. Soll das für ein Spin-Dash sein? Ich will mich noch nicht so sehr darauf verlassen, aber die Möglichkeit besteht, dass sie das Konzept noch ein bisschen erweitert und verbessert haben. Knuckles einfach so... Man muss Blöcke Warum kann er mich einfrieren? Warum friert mich Knuckles die ganze Zeit ein? Das ist so frustrierend. Dieses dumme Spiel. Oh Gott. Ich bereue es, dass ich das gestartet habe. Hör auf! Ich kann nichts sehen! Rabbids 2 ist tatsächlich sehr viel besser. Immerhin. Warum sieht man nichts in dem Spiel? Warum, was hat mich jetzt überhaupt erwischt? Oh Gott. Wie soll man dieses Spiel spielen? Man kann nichts sehen. Ich kann einfach nichts erkennen. Ich kann nur nichts sehen. Und Knuckles baut seinen Vorsprung weiter aus. Den bekommen wir noch. Denke ich. Oh, ich habe einen Feuerball. Pass mal auf. Wo ist Knuckles? Knuckles! Ich habe einen Feuerball! Den ich gerne gegen dich einsetzen würde. Ich weiß nicht ganz wie, aber ich würde dich dafür gerne sehen. Ich bekomme ihn nicht. Oh, da ist der Feuerball. Er reißt die ganze Strecke entlang. Und wird Knuckles dann bestimmt irgendwann erwischen. Denke ich. Da ist Knuckles! Oder ist es mein Feuerball? Eins von beiden. Oh mein Gott! Er hat einfach immer das Eis! Er ist vom Ziel stehen geblieben! Er ist vom Ziel stehen geblieben oder so! Haben wir es gesehen? Er war die ganze Zeit weit vor mir und dann am Ende bin ich einfach komplett... Oh mein Gott! Er hat irgendwie aufgegeben am Ende oder so. Komm, jetzt ein Bosskampf! Eggman, gib mir die Karten! Oh, das erinnert mich an Sonic Dash. Kämpfen wir jetzt die Schildkröte? Warum hat Knuckles 2 Hits? Muss man den Kopf erwischen? Und muss auf den Kopf draufspringen, schätze ich. Nein, was? Ja, man muss auf den Kopf draufspringen.
Okay, vielleicht gewinne ich das. So weit, so gut. 3 Hits. 4 Hits. Oh. Einfach abgehauen. Komm schon. Dieses fucking Spiel. Okay. Ich hab's. Ja. Ziemlich cool. Ziemlich cool. Ich denke, wir schauen uns noch das nächste Level an. Gegen Silver! Der hieß Silver, oder? Ich bin auf sehr vielen Ebenen wirklich nicht überzeugt von diesem Spiel. Er hat einen Feuersprint gemacht. Auf so vielen Ebenen. Ich dachte, das Spiel wäre cool. Verstehe mich nicht falsch. Ich wollte nicht mal den lustigen alten Haha, Sonic-Spiele sind schlechte Joke bringen, weil der ist zwischendurch, aber ist einfach scheiße. Warum? Wie soll man auf irgendwas reagieren? Aber hey, ich bin Erster gerade. Nein. Ich hab den Boost verpasst. So. Ganz noch 15 Sekunden. Oh mein Gott! Nein, wir müssen die Säule. Ich habe den Turbo Boost und das bringt mir nichts, weil wir die Säule umkippen mussten. Okay, das ist genug. Das reicht. Es reicht. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Okay. Was haben wir sonst noch alles für Spiele? Uns fehlen noch 2 Spiele. Was haben wir denn noch alles? Wir haben nur das Bakugan-Spiel, Ridge Racer, Ghosts and Goblins. Machen wir Ultimate Ghosts and Goblins. Das Spiel besitze ich übrigens tatsächlich. Dragon Ball hatten wir schon. Und das Spiel ist auch super schwer. Das heißt, ich werde mich nicht darauf verlassen, dass ich auch nur halbwegs das erste Level verlassen kann. Das heißt, das wird ziemlich cool. Tut mir leid. Ich brauche den Anfängermodus. Der Anfängermodus ist nicht ohne Grund da, okay? Der Weichei-Modus. An sich sieht es aber ganz cool aus. Nein, was ist das? Die Hand! Eigentlich kann man nur einmal getroffen werden, bis man stirbt in dem Spiel. Oh Gott. Wir müssen hier mit dem Korb erwischen. Rüstung! Okay, die Rüstung scheint 2 Hits auszuhalten. Im Anfängermodus. Oh, es sind einfach so viele Gegner. Wie soll ich hier überleben? Wie soll ich hier irgendwas machen? Also ernsthaft. Gute Neuigkeit, wir haben eine Peitsche. Oh Gott, da ist das Auge. Oh Gott! Mach ich dem Auge Schaden? Einmal jetzt. Oh Gott.
Warum habe ich eine dumme Peitsche mit geringer Range? Wir haben es besiegt. Ich bekomme eine Rüstung dafür. Ein extra Hit. Extra Hit verloren! Extra Hit verloren! Ich bin winzig aus irgendwelchen Gründen. Nicht mehr. Was ist das? Warum bin ich... Wo ist mein Doppelsprung? Müssen die nicht einen Doppelsprung? Oh, den kommen wir erst später, glaube ich. Ist eine andere Waffe? Eine andere Waffe! Eine bessere Waffe! Ich will keine Bombe. Oh, warte, ist das eine Auto-Aiming-Waffe? Ich glaube, wir haben die Du-bist-scheiße-im-Spiel-Waffe bekommen. Yes! Nein! Ich will einfach nur sagen, dass ich mir die verdient habe, okay? Moment. Spring da drauf. Okay. So weit, so gut. So weit, so gut. Nein, die Hand! Nein! Der Trank! Der Wunschpunsch! Der Wunschpunsch hat mich erwischt! Ich glaube, er hat meinen Angriff halbiert. Oh Gott. Okay, wir sind wieder groß. Wir sind wieder groß. Alles unter Kontrolle. Sollst du einen Doppelsprung haben? Nein, den bekommt man erst. Den bekommt man in der ersten Stage irgendwann. Wenn mich gerade nicht alles täuscht. Hey, da ist der Dolch. Oh, wir stacken aber jetzt ein paar Rüstungen. Sie weiß, ich bleibe bei meiner cheapen Waffe. Ich habe das Gefühl, sie erleichtert mein Leben. So ein bisschen Auto-Aiming hat bisher noch niemandem geschadet. Mir zumindest nicht. Oh Gott, jetzt kommt der erste richtige Boss, oder? Nein! Oh Gott! Ich sag's euch, das Auto-Aiming. Das erleichtert mein Leben. Ich bin eine Bäuerin! Da ist der Doppelsprung. Sobald ich ihn mitnehmen kann. Okay. Du hast den Sprungstiefel. Yes. Der gute alte Sprungstiefel. Nein! Nein, ich habe Molotov-Cocktail. Ich will ein Schild. Ich weiß nicht, was der bringt, aber... Oh Gott, ich glaube, die Waffe ist fürchterlich. Das Feuer ist gut. Okay. Oh, die Stage geht weiter. Da oben ist irgendwas Goldenes, aber ich will nicht rüber. Ich habe Angst. Oh, das war stressig. Und ich bin nur fünfmal Game Over gegangen. Ich will nicht zum Speicherbildschirm, mach einfach weiter. Es ist so was Ähnliches wie gut, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob ich zwangsweise sagen würde, dass es... Okay, was sehe ich hier gerade vor mir? Ich glaube, ich würde nicht sagen, dass es... Dann wiederum, ich glaube, es ist gut. Ist ja was? Ehrlich gesagt, das ist schwer in Ordnung. Nein! Oh Gott.
kannst du nicht einfach drüber springen? Bist du denn das Wahnsinn? Man hat nicht so viel Kontrolle in der Luft beim Springen. Oh, der Superdolch. Okay. Gehen wir einfach weiter. Der Superdolch wird das schon alles regeln für mich. Ich weiß halt wirklich nicht, wie ich Gegnern ausweichen soll in diesem Spiel. Es gibt so viele Gegner, die einen einfach treffen. Sind weiter kommen als gedacht. Ja, aber weil ich den Anfängermodus spiele und weil ich die ganze Zeit respawne. Oh Gott. Au! Nein, 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 nein. Komm schon. Ich glaube, wir haben die Schlange besiegt. Super! Eine super Rüstung. Oh Gott! Wie soll ich hier überleben? Ah ja, Ghost Goblins sind populäre Spiele. Ah Gott! Ist nur wirklich schwer. Du musst das Zeug wirklich ein bisschen lernen, wenn du irgendwo hinkommen willst. Und oh Gott, ich hab's nicht gelernt. Spinnen! Kleine Spinnen! Große Spinnen! Nein, nicht der Typ schon wieder. Ich will nicht wieder zu einem Huhn werden oder so. Ich spring jetzt mal hier rüber. Ich mache auch den Gedanken daran, dass ich das Spiel irgendwann mal halbwegs okay spielen könnte, aber... dafür muss ich noch eine Menge lernen und... Nein! Ich meine, wenn, dann kann man... Ich weiß gar nicht, wie man das auf der PSP überhaupt generell schaffen soll. Ehrlich gesagt. Ich meine, mit PS4-Controller ist das schon wesentlich angenehmer. Oh Gott, Minotaurus oder sowas ähnliches. Den werden wir los. Pass auf. Ich muss sagen, hier ist es sehr viel angenehmer, wo die Gegner gerade ein bisschen mehr Platz lassen. Ich habe ihn einmal erwischt. Okay, das ist Ghosts and Goblins. Huch, finales Spiel. Wir haben noch ein Spiel vor uns. Was wird das Finale werden? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Was fehlt uns denn noch alles? Wir hätten Castlevania die Dracula X Chronicles nicht gemacht. Und Bakugan und Ridge Racer. Wollt ihr das dumme Bakugan-Spiel? Ich habe kein Patapon hier. Ja, wir können auch Ridge Racer machen. Castlevania wäre auch ganz cool, das von Rondo ein Shit-Remake auf der PSP. Okay, wir machen Castlevania. Zu irgendwelchen Gründen dachten sie, yeah, wir wollen auf der PSP ein Remake von Rondo of Blood machen. Und das Remake ist super scheiße, deswegen haben sie das Originalspiel noch beigelegt. Okay, unser letztes Spiel für heute. Vor langer Zeit lebten die... Oh yeah, pass auf, das Intro ist deutsch. Aber es ist die US-Version, es ist einfach generell nur ein deutsches Intro. Die Dunkelheit trübte ihre Sinne. Ich denke, das ist cool. Ist doch Symphony of the Night dabei, oder nicht? Nein. Das ist die PS4-Version, was du meinst. Ich bin Player 1, Richter. Yeah, fangen wir an. Zum Glück gibt's Untertitel.
Ist das die Stimme von Yami Marek? Das kann ziemlich gut sein. Ich habe Rondo übrigens nie gespielt. Fürs Protokoll. Das heißt, ich werde wahrscheinlich mich sehr schlecht anstellen. Man kann es ja für den Night hier freischalten. Oh Gott. Ich werde nach links gedrängt. Boah. Der Tod muss sterben. Au. Ich muss sagen, dieses Remake ist... wir sind jetzt im ersten Kampf, aber... Man sieht jetzt schon, dass das gar nicht mal so gut wurde. Ich kann seinen Teil kaputt machen. Warum redest du nicht mehr Deutsch? Oh oh. Oh oh. Mann, das ist ja, sieht ja echt gut aus. Das ist ja echt, da habt ihr echt ein gutes Remake an den Tag gelegt. Ja, die Musik ist ein wahrer Hit. Auch wenn das Spiel fürchterlich aussieht. Nein, ich will meinen Dolch behalten. Tja! Ich will die Axt, der Dolch ist schwach. Nein! Oh, er ist instant gestorben. Jo, sind von Lord Skinner Raid. Vielen lieben Dank. Willkommen. Oh oh. Ist das hier der böse Mann von Beginn? Ich hoffe, er hat nicht wieder den bösen Schädel. How lovely. Okay, ich habe einfach mal die Cutscene geskippt. Dann. Komm schon. Komm schon. Wo hätte ich wissen sollen, dass ich da nicht drüber laufen kann? Bin ich da hoch? Nein. Immer schön im Fass ausweichen. Ah. Dracula X war die SNES-Version von Rondo, oder? Die ist in der Advance Collection aus irgendwelchen Gründen auch mit dabei. Oh, Ninja! Ninja-Skelett! Müsst ihr aufpassen, von dem müsst ihr euch hüten, die sind gefährlich. Oh ja, das sind Donkey Kong-Skelette. Ja, das ist grafisch halt echt nicht so gut. Vor allem, wenn man bedenkt, wie andere PSP-Spiele aussehen. Oh Gott. Okay, er nimmt keinen Schaden an den Beinen. Das Feuer kann ich mit meiner Peitsche kaputt machen. Wenn ich dafür gut genug bin. Ich will wirklich mal das originale Rondo spielen. Warum sind da random Kerzen in der Luft? Warum nicht? Man muss immer schön die Range der Peitsche ausnutzen. Dann kann auch nichts passieren. Yes! Rondo ist generell shit. Ich sehe schon starke Meinungen. Naja, was hat's mit den Kerzen auf sich? Ich meine, gilt nur als der wahrscheinlich beste Nicht-Metroidvania, Castlevania-Teil. Oh oh. Ah, ist das Demon's Souls? Gott, diese Soundeffekte. Oh oh. Das sieht so schlecht aus. Oh oh. Ups. Ist das euer Ernst? Ich meine,
Es halt. Echt schlecht. aber ja, bei der Version liegt auch, sie haben auch das Original hinzugefügt, diesem Remake. Ich frag mich warum. Stage 2. Das ist ein Wix-Skelett. Krähen, wollt ihr angreifen? So was? Ich habe ihnen nicht vertraut. Oh mein Gott, die Krähen stehen einfach in der Luft. Habt ihr es gerade gesehen? Komm schon. Aber die Musik, absolute Hits. Immer schönes. Ja, die Krähen. Ich habe das Gefühl, nichts an dem Spiel sieht gut aus. Einfach nichts. Oh, oh, der Typ. Den kenne ich aus Symphony of the Night. Kommt aus dem Teil tatsächlich, glaube ich. Au. Nein! Oh, der Typ ist gefährlich. Er wollte es wissen. 95% aus Symphony of the Night kommt von dir. Das kann gut sein. Au! Ich meine, diese Zombies, mit denen startet man in Symphony of the Night. Ich glaube, ich gehe einfach hier oben entlang. Komm schon. Ich habe meine Axt nicht mehr. Au! Ich habe den Kronleuchter wieder vergessen. Oh Gott, die Augen sind die seltsamsten Castlevania. Ich meine nicht die seltsamsten, das sind seltsame Castlevania-Gegner. Sie sehen aus wie ein Typ aus Monster Rancher. Das ist Level 1 aus Castlevania 1, ist es? Das ist eigentlich ganz cool. Man besucht also das Schloss von dem alten Schwerenöter erneut, oder was? Wahrscheinlich die Lore dahinter. Nein! 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 Ich lebe noch! Ich lebe noch! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Der Kronleuchter hat mich! Oh mein Gott! Okay, wir haben noch 40 Sekunden. Lief soweit nicht gut. Seien wir ehrlich. Es wäre besser gelaufen, wenn ich noch die dumme Axt hätte. Ich habe die dumme Axt nicht mehr. Ich bin gestorben und scheinbar verliert man dann seine Sub-Weapons, was nicht so cool ist. Oh! Habt ihr es gesehen? Instant gekillt. Ich komme in dem Spiel auf jeden Fall besser zurecht als in Ghosts vs. Goblins. Coolsten Ghosts, Verzeihung. Noch immer sie die Namen so seltsam halb ändern. Oh, komm schon, ich bin doch gerade. Sie weiß, wir gehen noch durch die Tür und schauen, was passiert. Scheinbar passiert nichts. Sehe ich das richtig? Oh, es passiert was! Oh ja, das sei das mit die einzige Sache, die ich von dem Remake weiß. Pass auf. Man rennt vor dem Typen weg. Und sie haben eine Stelle verkackt. Alter, das ist Schlüssel. Was kann ich. Ich weiß, vielleicht haben sie mehr als eine Stelle verkackt. Bei genauerer Überlegung. Warum joggt er so lang? Oh ja, pass auf. Diese Plattform hier ist eigentlich, damit man draufsteht und nicht erwischt wird. Aber man wird auch nicht erwischt. Okay, wisst ihr was? Man kann erwischt werden. Ich lag falsch.
Ja, hey, wir haben den ersten Boss besiegt quasi. Der Richter hat keinen Stress. Der Schlüssel befreit Maria. Oh, ich dachte kurz, wäre eine Bloodborne-Referenz. Aber gut, dann würde ich sagen... Dann würde ich sagen, wir sind soweit fertig mit der 20 verschiedenen PSP-Spielen für jeweils 10 Minuten. Oh Gott, das hat ein bisschen gedauert, aber ich würde sagen, war spaßig. Ich bin zufrieden damit. Was war euer Lieblingsspiel? Wer auch immer die vollen 3,5 Stunden geschaut hat. Ich meine, Outrun war ziemlich cool. Ratchet & Clank ist immer noch ziemlich cool. Schwer, die anderen Spiele einzuschätzen, aber Medieval sah ziemlich gut aus. Shin Budokai kann man sich auch auf jeden Fall kaufen. Lokoroko hat mich mehr genervt, als es sollte. Ebenso wie Prinny. Ich weiß auch nicht ganz warum, aber die beiden, die haben mich gestört. Aber ja, waren ein paar nette Spiele. Werden mal schauen, was sonst noch auf der PSP gibt, was ich spielen will. Aber auf jeden Fall, wenn ihr euch damit auseinandersetzen wollt, ist der PlayStation TV eine gute Methode, um PSP-Spiele soweit zu spielen. Es funktioniert gut, man braucht nur eine Speicherkarte, welche, wie gesagt, nervig zu bekommen sind. Sollt ihr definitiv mal Patapon anschauen? Yeah! Ich meine, es gibt so viel, was ich mir noch anschauen sollte. Ich habe auch East 1 und 2 Chronicles auf die PSP geladen. Ich denke, das wird das, von dem Zeug, was ich auf PlayStation TV habe, wird, glaube ich, East 1 und 2, wird es das erste Spiel sein, wo ich mich dran setzen werde, um es tatsächlich durchzuspielen. Denn ich bin noch nicht dieses Jahr fertig mit meiner East-Phase. Ich muss noch ein paar Spiele durchspielen. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das waren PSP-Spiele.